Ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt mal schön zusammen. Okay? Seid ihr bei mir? Seid ihr mit mir? Ich würde vorschlagen, Tutorial brauche ich nicht, oder? Ihr seid mein Tutorial, oder? Du brauchst Mods. Ich habe eigentlich Mods. Habe ich die DLCs auch? Ich glaube nicht. Mods? Was für Mods brauche ich denn? Sollte ich nicht erstmal vielleicht anfangen, das Spiel ganz normal zu spielen? Wäre das nicht irgendwie empfehlenswert? Einfach mal ich mache einfach mal eine New Colony. Warum ist das hier so komisch? Was ist das? Was ist denn hier mit der Auflösung? Was? Aha. Das ist ja, habe ich ja noch nie gesehen. Wieso war die denn auf die doppelte Größe eingestellt? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich möchte sagen, ich habe keine Ahnung. Aber wir fangen einfach mal an, oder? Wir stürzen uns da mal rein. New Colony. Los geht's. Crash landed. The three of you awake in your cryptosleep sarcophag to the sound of sirens and dripping metal. You barely get to the escape pods before the ship is torn apart. Sometime later, you land on this unknown rim world. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Sieht doch gut aus, oder? Sollen wir das machen? The Rich Explorer. Start with Silver Packaged Random Blah. Ich will richtig viel haben. Naked Brutality. Welches nehmen wir? Ich mache mich gleich klein, keine Sorge. Ich bin gut darin, mich klein zu machen. Ich kann es auf Deutsch umstellen. Ja. Geht das überhaupt noch oder muss man das machen, bevor man es spielt? Choose Language. Das macht schon Sinn. Machen wir es auf Deutsch. Oder auf Finnisch. Dutch. Machen wir denn hier German? Wahrscheinlich bei G. Das ist eine gute Idee. Wir spielen es auf Deutsch. Auch wenn ich Native Speaker bin. Sein erstes Mal, ich predikte Kannibalismus und Erfrieren. Nein. Ich glaube, du unterschätzt mich ein bisschen. Ich glaube, ich bin relativ gut. Ich mache einfach Bruchlandung. Und zack. Oh, hier, Erzähler auswählen. Cassandra Classic, Phoebe Chillax, Randy Random. Aha. Ich nehme sie. Sie sieht sympathisch aus. Bitte wähle eine Schwierigkeit aus. Ach so. Abenteuergeschichte. Nee. Ja, das. Was? Laden erlaubt. Natürlich ist Laden erlaubt. Ich bin nicht wahnsinnig. Es sieht mehr Busen? Zivile Gemeinschaft. Ja, will ich alles haben. Niederschlag, alles normal. Zufälliger Seed. Ja. Blutfetzen. Flachland. Easter. Zucchini. Hering. Kann ich das selber benennen? Ich nenne es in, Rimmstein. Das heißt einfach, ich weiß auch nicht. Generieren. Offizieller Inhalt, Royalty und Idol, das ist nicht installiert. Okay. Egal. Los geht's. Nils spielt Rimworld. Mein Abend ist gerettet, schreibt Rote Rübennase 1. Rote Rübennase 1, bedeutet das, dass der Name Rote Rübennase schon weg war? Und dann hast du dir gesagt, okay, nehme ich Rote Rübennase 1. Okay, Startplatz auswählen. Ich möchte hier so. Ja, Otra. Das Meerengenvolk. Ist das gut? Wald ist gut. Ist das hier Wald? Oder was ist Wald? Hier so ein bisschen dieses dunkle, weiße Wälder. Laubwald. Das ist hier Wald, oder? Wachstumszeit ganzjährig. Keine Ahnung. Ich würde einfach mal sagen, das mache ich. Achso, ich habe da einen Startplatz ausgewählt. Den hier. Zufälliger Startplatz? Nee, will ich nicht. Da, ja, das ist doch gut. Wie jetzt?
Ich hab doch hier einen ausgewählt. Was ist hier los? Ich verstehe das nicht. Ah. Oh, Charakter erstellen. Eieiei. Okay, jetzt machen wir Folgendes, Leute. Wir machen jetzt Folgendes. Wer von euch möchte denn bei mir mitspielen? Wer von euch möchte gerne heute mit mir dabei sein? Okay, warte. Nicht so schnell. Grumpy habe ich eben gesehen. Grumpy Moloko. Okay, der Reihe nach. Pass auf. Oh, jo, das geht jetzt zu schnell. Okay, also, wer möchte mitspielen? Ich guck mal, wer war der Schnellste? Da, Grumpy Moloko darf mitspielen. Ich muss das irgendwo aufschreiben. Was machen wir hier? Also, Grumpy Moloko. Wie viele gibt's denn? Wie viele kann ich mir denn aussuchen? Grumpy Moloko. Dann hatten wir King Kenzo. Und wer wäre der dritte? Phoenix. Aha. Phoenix. Ich glaube, das ist es, oder? Wie viele habe ich? Machen wir erstmal 3. So, ihr 3 seid dabei. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt muss ich das noch irgendwie aufschreiben. Hier, McClure. Die heißt nicht McClure. Die heißt natürlich Grumpy. Nicht McClure, sondern Moloko. Moloko. Dann haben wir natürlich hier King. Okay, du heißt einfach mal King. Ihr seid jetzt nicht mehr verwandt, sehe ich gerade. Kenzo. Leider nicht mehr verwandt oder unterschiedliche Namen, ist ja auch okay. Und dann haben wir hier noch... Okay, jetzt muss ich das ein bisschen föhnen. XXX. So, ihr dürft mitspielen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mal gucken, wie lange ihr lebt. Okay? Das ist doch klasse. Oh. Den mittleren Namen hätte ich entfernen sollen. Ah. Tja. Das wusste ich leider nicht. Na, das kann ja mal geschehen, oder? Oh, oh. Ist egal. So, der Krach von Sirenen und berstendem Metall hallt durch eure Ohren, als ihr aus eurem Kryptoschlaf erwacht. Trotz Explosionen und entweichender Atemluft schafft ihr es gerade noch, die Rettungskapseln zu erreichen und euch ins All zu katapultieren, bevor euer Raumschiff auseinanderbricht. Einige Zeit später landet ihr auf diesem unbekannten Planeten am Rande der Galaxie. Um euch herum schlagen noch die letzten Trümmer des zerstörten Raumschiffes ein, als ihr damit beginnt, Pläne für euer Überleben zu schmieden. Okay. Gut. Ihr habt völlig recht, die Namen werden einfach nicht angezeigt. Aber ihr wisst, wer ist. Ihr wisst, wer ihr seid. Okay. Lass mich überlegen. Hier ist ein Hundimann und den wollen wir direkt zähmen. Schlachten. Nee, ich will den einfach behalten. Nee, komm, okay, schlachten. Ich muss was zu essen haben. Ich hab Hunger. Kann man den nicht zähmen? Der kann doch auch ein Freund werden. Nein, das ist ein Freund. So, als allererstes machen wir natürlich Folgendes. Befehle. Zonen, Strukturen, Möbel, Produktion, Strom, Diverses. Das ist ja ultra komplex. Das ist ja einfach richtig komplex. Befehle. A. Abbauen, abbeißen. Oberfläche glätten. Pflanzen entfernen. Alter, was ist das? Ein Riesenfaultier. Wir leben vor der letzten Eiszeit. Da gab es Riesenfaultiere. Oder was ist das? Auf jeden Fall ist es sehr groß. Ich möchte nicht, dass sich das mit mir anlegt. So, wir bauen jetzt was. Ich will sofort was bauen. Wie mache ich das? Abreißen, abbauen. Schlachten, jagen. Ihr jagt sofort. Wo ist er? Oh, das wird tödlich enden. Es ist wirklich ein Riesenfaultier. Guck mal. Tatsächlich ist es ein Riesenfaultier. Ich hatte recht.
ist ja lustig. Spricht für die Designer. Und eine Ratte. Oh, eine gesunde Ratte, komm. Die will er direkt mal jagen. Ihr drei. Kampfmodus. Jagt diese Ratte. Und zwar alle darauf. Wollen sie nicht. Haben sie keine Lust drauf. Okay. Na gut. Also, womit fangen wir an? Ich soll Pause machen. Okay, ich mach Pause. Alle sterben, weil er nicht aufpasst. Tutorial wäre vielleicht doch einfacher, als jeden Punkt der grundsätzlichen Steuerung beim Chat zu erklären. Leute, wir schaffen das. Wir schaffen das. Isst den Hund. Isst den Hund, sagen sie. Zeit ist Geld. Immer Pause beim Bauen. Alles klar. Tutorial ist Key. Tutorial oben rechts. Ah ja, oben rechts ist Tutorial. Ich sehe schon, ihr habt recht. Kamera bewegen. Dankeschön. Zeitablauf ändern. Ja, das ist doch klar. Zeitablauf ändern. Verstanden. Kamera bewegen. Verstanden. Hier geht's weiter. Anbauzonen. Oh, das ist ja richtig viel. Alter, ist das komplex. Das ist ja unglaublich. Für so ein 300 Megabyte großes Spiel. Alles mit Route X kann nicht benutzt werden. Schlafplätze und Lagerzone einrichten. Natürlich. Schlafplätze und Lagerzone einrichten. Du musst deiner Crew erstmal Aufgaben zuteilen. Du machst das schon. Wir haben das ja auch alles selbst rausgefunden, schreibt Chicka Hut. Okay. Das mit dem roten X musst du... Mit X kann ich abstellen. Stahl. Also ihr sagt, ich soll erstmal... ich muss erstmal irgendwie hier so ein Möbel, Strukturen. Hier. Brücke, Türen, Wand. Wände ist doch geil. Eine unpassierbare Wand. Oder muss ich erstmal ein Bett tragen? Kann ich erstmal ein Bett bauen? Tisch. Bett. 45 Holz. Doppelbett. Erstmal ein Bett bauen, weil sie wollen schlafen. Ich weiß es. Menschen benötigen Schlaf. Und wenn sie keinen Schlaf bekommen, wie drehe ich das? Q und E, da steht's. Hier in diesen... Na wohl, wollen sie da rein schlafen? Nee, ich würde so schlafen, wie ich es hier zeige. Aber ich glaube, die wollen so nicht schlafen. Die wollen irgendwie anders schlafen. Wahrscheinlich hier, da ist eine Tür. So will einer schlafen, einer will so schlafen. Einer will so schlafen. Ja, und ich möchte, dass ihr das jetzt baut. So. Du brauchst noch eine Heimatzone. Es gibt einfache Schlafplätze, die brauchen nichts. Oh Gott, das wird so schief gehen. Nein, das wird nicht schief. Leute, beruhigt euch doch mal. Ihr tut ja so, als wenn die schon gestorben wären. Wir schaffen das schon, wir retten die. Habt mal ein bisschen Vertrauen in das, was wir hier tun. Das gibt's doch gar nicht. Abbrechen. Die brauchen keine Betten. Ich ziehe diesen Auftrag zurück. Alles mit einem X erlauben. Also das hier, oder was? Erlauben. Ah. Kann ich das auch mehrfach machen? Alles erlaubt. Bam. Erlauben. Erlauben, erlauben, erlauben. Erlauben, erlauben. Erlauben. Das ist extra so gemacht, damit die nicht einfach die Ressourcen klauen. Was ist das denn hier? Wieso ist denn das nicht erlaubt? Wieso ist denen denn nicht Stahl gestattet? Ja, ihr dürft... Hier, erlauben. Bam. Zack, direkt erlaubt. Zone erstellen, wo sie gelagert werden. Gar kein Problem. Oh mein Gott, alle werden sterben, schreibt Seth Steiner. Nein. Nein, definitiv wird niemand sterben. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Keiner stirbt hier. Leute, bleibt mal locker. Lagerzone einrichten. Das ist kein Problem. Wahrscheinlich unter Zuweisung und dann unter Drogen. Drogenrichtlinien verwalten. Man kann die Drogenrichtlinien verwalten. Zone. Bam. Lagerzone. Bam. Lagerzone ist Bedam. Lagerzone eingerichtet. Stark Nils. Anbauzone. Kaboom. Anbauzone. Hier wächst irgendwas. Hier ist Anbauzone. Badabababababab. Anbauzone. Geil. Badam, babam, babam. Dann Heimatgebiet. Ist richtig. Ist gut. Ja, das ist das Heimatgebiet. Ich finde, das ist auch noch Heimatgebiet. Ja. Und das auch. Muss ja zumindest ein bisschen symmetrisch sein. Abfallzone.
Hier, wo es keiner sieht. Abfallzone. Muss es in der Heimatzone liegen? Ich weiß es nicht. Leute, das ist doch schon mal große Klasse, was ich hier gemacht habe. Macht die Wände der Ruinen heil. Alles klar. Das ist überhaupt gar kein Problem. In Besitz nehmen. Besitz nehmen. Ja. So, und was ist das hier? Objekt wegtragen. Das? In Besitz nehmen. Ich will einfach alles haben. Okay, ich würde vorschlagen, jetzt habe ich denen schon mal so ein paar Sachen gesagt. Pfiffi, der Hund, wird im Zweifel, der bleibt länger frisch, wenn er noch lebt. Erst wenn ich das Gefühl habe, die verhungern mir hier gleich. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, ab dem ich darüber nachdenke, den aufzuessen. So. Was macht er? Er rüstet hier Sachen auf. Hier, Roy McClure soll das haben, bitte. Roy, du darfst die Waffe nehmen. Oh, das ist, also er guckt sich erstmal alles an, alles klar. Robbins sägt hier, oder nee, schweißt irgendwas. Das machst du gut. McClure, hier, du darfst das Holz, ja, das machst du gut. Und dann wollen wir gleich mal die Wände reparieren. Das machst du richtig gut. Klasse. Ja, da haben wir doch direkt gleich ein neues Zuhause. Er bringt das hier in Müll rein, stark. Was macht sie? Sie baut an. Alter Leute, als wenn ich das Spiel nicht checke. Oder? Sei doch mal ehrlich. Er hat schon einen Helm, er soll die Waffe haben. Ja, McClure, genau. McClure kann keine Gewalt anwenden. Was ist er denn für ein Typ? Ja. Bewaffne dich mal damit. Aber du bist jetzt, du kannst das, oder? Ja, bewaffne dich mal mit dem Revolver. Er hat den Stahlhelm auf und kann keine Gewalt anwenden. Also das finde ich jetzt irgendwie auch ein bisschen widersprüchlich, ehrlich gesagt. Aber gut, sie macht hier richtig geil ein Riesenbeet fertig. Oh, ey, blühende Landschaften, Leute. Von wegen, ich check das hier nicht. Der Labrador darf auch noch leben. Wer ballert denn da? Ach, der ballert die Ratte tot. Da ist er. Auf was schießt du denn da? Da ist doch einfach nix. Alter, das ist... nee. Nee, komm. Lass mal die Ratte in Frieden. Geh mal... Das war ein Scherz. Abbrechen. Du musst die Ratte nicht... Das war ein Scherz. Alter, er hat es aber wirklich sehr ernst genommen. Robbins. Um die halbe Welt gelaufen, um eine Ratte zu töten. Er ist wenigstens loyal und nimmt seinen Job ernst. Stellt meine Befehle nicht in Frage. Ich mag solche Leute, die einfach alles umsetzen, was ich sage, ohne es zu hinterfragen. Selbstverständlich werde ich jetzt hier gleich die Wände reparieren, das ist doch völlig klar. Aber erstmal muss Robbins das hier alles in Besitz nehmen. So, was schreibt ihr? Bauen, nicht reparieren. Ja, Mann, ich baue. Okay, ihr habt völlig recht. Und zwar baue ich Strukturen vermutlich. Vermutlich. Strukturen. Wand. Wand aus Holz. Bap. Bap. Was ist mit... Eine Tür. Kann man die auch nachträglich ein... Ach, da sind doch Türen. Ist doch super. Dann bleibt es dabei. Mehr Türen brauche ich nicht. Ich bin ja kein Märtyrer. So, sieht klasse aus. Gefällt mir, oder? Gefällt es euch auch? Bau einen Steinmetz-Tisch, um Steine zu klopfen. Mach ich. Bau ich. Steinmetz. Möbel. Möbel, Möbel, Möbel. Das sind da Möbel. Fackel. Ich brauche eine Fackel hier. Eine Fackel haben. Da auch. Da auch. Da auch. Ein bisschen Licht ist wichtig. So. Möbelproduktion. Arbeitsplatz. Schlachtplatz, alter Schwede. Künstlerhandwerk, Schlachtbank. Elektroherd, Holzherd. Steinmetzwerkbank. Meinst du das? Meinst du die Steinmetzwerkbank? Muss die im Inneren dieses Hauses sein? Oder kann die auch außerhalb wohnen? Ich finde, die kommt hier direkt da, wo die Steine sind, hin. Oh, ja, nee, dann nicht. Dann natürlich nicht. Ich dachte, das kann man auch draußen bauen.
Wollte er nicht. Na gut, dann bauen wir euch drin. Aber die ist ja riesig groß. Ja, egal. Was? Ja, noch ist es draußen, weil die Wände nicht fertig sind. Aber gleich sind die Wände fertig. Wann kriegt denn neue Freunde? Müssen die miteinander was anfangen und Kinder produzieren? Oder wie läuft das? Bewohner brauchen einen Schlafplatz. Eben habt ihr gesagt, ich soll keine Häuser bauen. Das verstehe ich nicht, warum ihr mich angelogen habt. Das lief doch so gut mit uns. Zufällige Events für neue Bewohner. Ah. Schlafsäcke. Komm. Möbel. Schlafplatz, ja. Das kostet weniger Ressourcen. Bequem. Was kosten so ein 45 Holz? Ja, wir können es das schon noch leisten, 3 Betten. Warum denn nicht? Ich meine... Komm, ich finde, die dürfen normale Betten bekommen. Ich gönne denen das einfach mal. Die sollen sich das Holz... Der Labrador steht hier auf dem Baum. Die haben doch... Ich hab doch hier ganz viel Holz. Was? Erlauben? Du sollst das bauen. Bau das mal jetzt. Ah ja. Okay, was machst du? Du machst einfach gar nichts. Ah, Kampfmodus beenden. Du? Ah. Okay. Die macht das. Bau doch mal jetzt. Ja, der fickt. Ah, die machen was. Okay. Leute, ich habe euch gesagt, ihr sollt euch Betten bauen. Wenn ihr das nicht macht und dann unbequem schlaft, ist es nicht meine Schuld. Wo das Riesenfaultier kommt. Man weiß natürlich nicht, ob das Riesenfaultier aggressiv ist, weil niemand hat jeden Riesenfaultier gesehen. Ja. Aufgaben zuweisen. Bauer sind beschäftigt. Riesenfaultier ist Veganer, das weiß man nicht. Man glaubt, dass die Veganer waren. Aber niemand hat je mit einem Riesenfaultier gesprochen. Und damals gab es auch kein Twitter oder so. Man weiß nicht, ob das Veganer waren. Es kann genauso gut sein, dass die Fleisch gegessen haben. Ich meine, die sind sehr groß. Es ist gut möglich, dass die Mammuts gefressen haben. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass die Riesenfaultiere so relativ langsam, aber in großen Massen so Mammuts hinterhergeschlichen sind. Und dann irgendwann, wenn das Mammut geschlafen hat, dann kamen sie langsam näher und dann haben die sich alle einfach so an dem Mammutfell hochgezogen und haben sich einfach alle auf das Mammut rauf und haben das Mammut erdrückt. Und wenn dann alle drauf lagen und das Mammut konnte nicht mehr aufstehen, haben die einfach angefangen, das lebendige Mammut aufzufressen. So Stück für Stück. So, bis nichts mehr übrig war vom Mammut. Ich glaube, dass das Riesenfaultier einfach ein Predator war und das Mammut einfach gefressen hat. Niemand kann das Gegenteil behaupten. Riesenfaultiere waren keine erfolgreichen Jäger, deshalb sind sie auch ausgestorben. Nee, das stimmt natürlich nicht. Es ist tatsächlich so, dass vor der letzten Eiszeit gab es unglaublich viele große Tiere. Da waren die Tiere, die Säugetiere, alle viel größer als heutzutage. Aber nicht alle viel größer, aber ihr kennt ja den, natürlich das Riesenfaultier, das Mammut, aber ihr kennt auch die Säbelzahnkatze, den Höhlenbären, alles Tiere zu der Zeit. Und man vermutet tatsächlich, dass der Mensch diese Tiere ausgerottet hat. Und dafür gibt es auch Indizien. Es gibt zum Beispiel so in so einer Salzwüste gibt es so Mammutspuren. Und in diesen Mammutspuren drinne sind Menschenspuren. Also die Menschen sind dem Mammut hinterhergelaufen und sind ganz bewusst in die Fußabdrücke des Mammuts gelaufen. Das konnte man sozusagen anhand dieser versteinerten Fußabdrücke rekonstruieren. Und die haben auch die Höhlenbären gejagt und vermutlich auch die Riesenfaultiere. Die haben einfach alles weggejagt, die Menschen. Die waren schon immer so. Das ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts, Tiere auszurotten. Ich glaube, da war der Mensch immer recht gut drin. Inzwischen geht man nicht mehr davon aus, dass der Mensch für das Aussterben der Mammuts verantwortlich ist. Naja, sie haben mit Sicherheit das Mammut nicht
bis zum letzten Tier gejagt, oder? Aber sie haben den Bestand deutlich reduziert. Und zwar so sehr, dass die sich nicht mehr erholen konnten. Nils, es wird effektiver, wenn du bei Arbeit Prioritäten einstellst. Oh. Ja, Arbeit. Oh. Was? Feuerwehr? Das ist doch Quatsch. Die absolute Priorität ist Aufsehen, Tierpflege, Kochen, Schneidern, Waldarbeit. Waldarbeit? Ja, ich. Was soll ich denn jetzt hier da ausschalten? Feuerwehr ist doch jetzt hier Quatsch. Du brauchst keine Feuerwehr. Patient sein. Na gut. Arzt. Okay, wir brauchen einen Arzt. Bettruhe, Hilfsarbeiten. Tierpflege. Kochen. Naja, ich meine, es ist okay. Jeder macht hier irgendwas. Jetzt schlafen die erstmal. Während die schlafen, rede ich mit euch. Feuerwehr schadet nicht, es brennt selten. Mhm. Bäume fällen. Mhm. Wie heißt das Faultier? I don't know. Ich weiß nicht, ob Faultiere Namen haben. Aber es in der Tat ist es. Ey, was ist das eigentlich? Dieses Riesenfaultier kommt in mein Haus und legt sich einfach und schläft da mit mir und jetzt gehört mir das. Es ist da einfach eingezogen. Es lebt einfach jetzt bei mir im Haus, dieses Riesenfaultier. Es ist mein bester Freund. Und es ist eigentlich auch ein Bett. Es ist, guck mal, es ist warm, weich. Warum sollte ich überhaupt ein Bett bauen, wenn ich ein Riesenfaultier habe, auf das ich mich rauflegen kann? Und es ist ja auch geil. Das Geile ist, es ist ja ein Faultier. Es bewegt sich ja, es macht ja nichts. Es liegt ja nur dumm rum. Wenn ich dem Faultier ab und zu mal irgendwie so ein paar Brennnesselzweige ins Maul schiebe, dann ist es ja auch zufrieden. Das ist ja auch ein sehr genügsames Tier. Warum sollte ich das nicht einfach ausnutzen und als Bett benutzen? Ich glaube tatsächlich, dass das Riesenfaultier früher in der Steinzeit einfach auch als Bett genutzt wurde. Die wurden domestiziert, gefügig gemacht mit Blättern und dann wurde darauf geschlafen. Und dann haben die auch immer so richtig so die riesigen Pranken genommen, haben die sich so um den Körper gelegt und sich dann so in Seitenlage begeben. Man muss nur aufpassen, dass man nicht aus Versehen mit dem Ellbogen in die Niere des Riesenfaultiers geraten ist. Weil wenn man dann zu viel Druck ausgeübt hat, dann ist das Riesenfaultier natürlich aufgeschreckt und panisch geworden und hat da in der Höhle dann die ganzen Töpferwaren umgeschmissen. Da musste man ein bisschen aufpassen nachts. Ich soll es mal Theo nennen. Ah. Ich weiß nicht, ob ich das... Kann ich das benennen? Riesenfaultier draußen, ja, dem Namen geben? Status. Marktwert 700 Euro. Das hat einen Marktwert. Toxische Sensibilität. Ey Leute, das ist ja unfassbar, wie komplex dieses Spiel ist. Und das hat so wenig... Es hat einfach so wenig Megabyte. Das ist ja großartig. Ich möchte das aber jetzt für immer haben. Ich kann es nicht benennen. Aber es ist ein Weibchen und es ist 18 Jahre alt. Also alles gut. Ich kenne nicht genau den Lebenszyklus eines Riesenfaultiers. Ich weiß nicht, wie alt die werden. Alles, was ich weiß, ist, dass dieser Labrador sich sehr verarscht vorkommt. Dass er draußen schlafen muss, während das Faultier drin schläft. Ich muss es erst zähmen. Ah. Meine Bewohner haben auch einen Marktwert. Das ist ja fürchterlich. Max Alter steht in der Info. Ja, der heißt doch gar nicht Max. Rasse Riesenfaultier. Wildheit 97%. So, wo steht das? Geschlecht, Trainierbarkeit, Laufgeschwindigkeit. Beschreibung. Körper, Schmerzen. Hab ich das übersehen? Ah ne, es geht ja noch weiter runter. Guck mal. Kampf. Da. Maximale Wohlfühltemperatur, Lebenserwartung 20. Oh Gott, das ist ja bald tot. Oh nein. Das stirbt halt bald an Altersschwäche. Ja, und dann schmeckt das Fleisch doch nicht mehr, oder? Macht es nicht mehr Sinn, wenn man das jetzt erlöst von seinen Qualen?
Ich meine, die hat wahrscheinlich Rheuma und verknotete Fellbatzen, so Kletten und die Staupe und Kolik und alles, was man so haben kann. Das arme Tier, kein Wunder, dass es hier sich anbiedert, weil es will erlöst werden. Hey, sorry, aber... Nee, das geht so nicht. Gil, du kämpfst jetzt gegen das schlafende Riesenfaultier, du musst es töten. Los, tötet sofort das Riesenfaultier. Und dann bleibt das hier direkt in der Küche liegen und ihr könnt es aufessen. Die sind stark? Okay, warte, ich überleg's mir anders. Okay, Gil, leg dich wieder hin, kein Problem. Bleib schlafen, bleib liegen. Gil, kein Problem. Falls du geträumt hast, dass dich irgendjemand angestachelt hätte, das Riesenfaultier zu ermorden, nein, das ist natürlich nicht passiert. So. Wieso schläft... Achso, der hat noch kein Haus. Jetzt wollen wir mal auch mal ein bisschen Holz fällen. Wir brauchen ein bisschen Holz. Wo gibt's denn hier Bäume? Ich lebe leider nicht in einem Waldgebiet. Ich muss sagen, irgendjemand, der sich überlegt hat, wo wir wohnen, hat sich keine Gedanken gemacht. Ist das Holz? Nein. Ich habe ja einfach gar kein Holz hier. Wie soll ich denn so überleben? So ohne Holz. Ich bin abhängig von irgendwelchen Stapeln, die so rumliegen. Das ist eine alte Burg. Die Überreste einer untergegangenen Zivilisation und eine Ratte. Vogelstrauß. Wo bekomme ich Holz her? Erste Chatnachricht von Kosmos 43. Hallo Kosmos, hier bist du richtig. Du hättest das Waldgebiet auswählen sollen, ja. Kakteen geben Holz? Ernsthaft? Okay. Kakteen geben Holz. Ja, geil. Ah, hier, das ist doch ein Bäumchen. Ist das nicht ein Bäumchen? Das ist noch... Hier. Holzhacken. Bäm. Holzhacken. Bäm. Das sind doch Bäume. Hier, das ist auch ein Baum. Holzhacken. Ja. Da ist es hier. Zähmen. Oh, ich will's zähmen. Bitte. Kein Tierpfleger kann Riesenfaultiere zähmen. Nein! Nein! Oh, strenger als Hauke. Warum? Ich will dieses Riesenfaultier haben. Ich möchte es besitzen. Oder? Also doch umhauen, ne? Versuch aus... Warte. Wer? Nein, ich hab's auszusehen. Ey, okay, abbrechen. Wir haben's verjagt. Hey, wir haben's nur verjagt. Ich schenke dir die Freiheit. Ich schenke dir die Freiheit. Nein, doch nicht. Es greift uns an. Jetzt ist es sauer. Tötet es alle zusammen. Robins. Oh, oh. Alle, habe ich gesagt. Gil. Hier. Au. Riesenfaultier. Gil, tu was. Hau ab. Es ist sauer. Hoffentlich stirbt es rechtzeitig an Altersschwäche. Hau ab. Kann ich dich irgendwie steuern? Au. Kampfmodus. La, wie jetzt? Ein Mann, Nasenstüber. Ein Nasenstüber. Und es ist tot. Aber der blutet doch aus. Guck mal, der blutet doch aus, oder? Gil. Kampfmodus. Au. Gil lenkt das Faultier ab. Und du rettest. Der muss doch gleich an. Der stirbt doch an Altersschwäche. Ich sehe doch, wie der blutet. Das kann er doch gar nicht. Gleich hat er mich. Und dann setzt er den Nasenstüber an. Ah! Ich kann. Ah! Er kommt nicht durch. Schieß! Ja! Ja! Hau ab, Gil! Ah, Gil! 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 Schnell! McClure, du alter Pazifist, ey! Ja, der Labrador soll auch angreifen. Lass den Labrador den Angriff durchführen. Der ist besser da drin. Komm, wir machen einen Trick. Jetzt muss er über die Steine und jetzt schießt... Ja, Alter, das ist ja super smart von mir gewesen. Er kommt nicht durch die Steine durch. Ja. Lauf.
Ich mach das wie damals bei Bloodborne. Die Stelle mit dem... Oh, ja, hau ab! Schieß! Nein! Gil kann nicht mehr laufen! Gil kann nicht mehr laufen und er putzt das Blut weg. Ey, du bist ja einfach völlig bescheuert. Du putzt das Blut weg? Ernsthaft? Wo ist dein Freund? Da. Hau ab, das Faultier hat sehr beschränkte Sicht. Es stammt direkt. Was? Es stammt direkt vom Nashorn ab. Es hat einfach. Ah! Ein wildes Faultier wäre. Es ist mein Ende. Hoffentlich verendet es noch rechtzeitig. Hoffentlich stirbt es wirklich an Altersschwäche. Ich lock es weg. Ich lock es. Ah! Ja, ich lock es zu seinem Freund. Dann will es sich paaren. Und dann vergisst es mich im Liebesrausch. Und dann, da stand gerade Riesenfaultier rechts sich. Das ist ja sehr lustig. Hier, los, lern ihn kennen. Und ihr werdet zusammen eine Familie gründen. Und dann seid ihr die besten Freunde. Los, hau ab. Andersrum. Ja, und jetzt läuft's. Oh, das sind, oh, die könnte ich auch angreifen. Wie sonst? So, wo wohne ich? Wo war meine Wohnung? Ich möchte jetzt diese Typen retten. Hier. Zack. Rette. Kann nicht retten. Keine Kolonistenbetten verfügbar. Nicht reserviert und in sicherer Umgebung sind. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Frage ihn. Bring ihn nach Hause. Hallo? Er bewegt sich nicht mehr. Was ist hier los? Bin ich auf Pause gekommen? Ja. Bin aus irgendeinem Grund auf Pause gekommen. Hier, du sollst den tragen und ihn nach Hause bringen. Trage. Behandle ihn. Behandle ihn mal. Oh nein. Hat es meine Spur noch? Ich weiß nicht, ob es meine Spur noch hat. Aber ey, das kann mich doch nicht über Tage verfolgen. Ich muss auch einfach müde werden und einschlafen. Es verliert so viel Blut. Es hat so viel Blut verloren. Oh Gott, das ist ja wie Nightmare on Elm Street. Der kommt einfach die ganze Zeit. Er wird nicht müde, er kommt die ganze Zeit näher. Nein! Oh ja, er hat mich aufgegeben. Er hat mich aufgegeben. Und Robbins regelt. Oh, er hat mich aus den Augen verloren. Er riecht mich auch nicht mehr. Stark, wir überleben das. Leute, wir überleben das. Wir überleben das. Und dann kann ich gleich weiterjagen. Was? Wie lange geht die Rettungsaktion? Da ist doch eindeutig ein Balken. Okay, Entschuldigung, ich bin wieder da. Was geht ab? Ah, Grüße von Florentin. Ach, hallo Leute. Hey, ein Florentin Raid. Ja, das ist aber sehr, sehr nett. Hallo Leute, ein Teenie Raid. Hallo, Freunde des Florentins. Schön, dass ihr da seid. Hat der alte Gauner euch hier rübergeschickt? Fischkarte. Ja, freut mich sehr, dass ihr da seid. Ihr werdet Zeuge davon, wie ich ein Faultier vernichte. Ein Riesenfaultier. Stark. Florentin hat Valorant geowned. Kampfmodus beenden. Ach, natürlich. Entschuldigung, ich möchte mich entschuldigen. Kampfmodus beenden. Aber der soll ja den Typen. Ist der. Geht's ihm jetzt wieder besser? Unter Schock wegen Schmerzen. Ja, aber der muss jetzt hier auch nochmal den anderen da retten. Ja, sehr schön. Er nimmt ihn mit. Diesen Faultier rächt sich. Ah, okay. Guck mal, was. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Wie viel Blut hast du denn? Klick auf Körper. Also ihr Lieben, herzlich willkommen alle, die neu da sind. Ich freue mich sehr. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen ein bisschen RimWorld, aber wir werden nicht die ganze Zeit RimWorld spielen. Wir spielen zwischendurch auch nochmal was anderes. Und ist Gil tot? Nein. Gil ist nicht tot.
Der tut nur so, oder? Konsumiere, Gil. Aber dann ist er ja... Nee, irgendwer hat zu mir gesagt, ich werde bestimmt noch in der ersten Nacht zum Kannibalen werden. Und das mache ich natürlich nicht. Der schläft nur. Ja, ist mein erster Run, das stimmt. Aber das hättet ihr sicherlich nicht am Spielstil erkannt, sondern das begräbt einen. Er packt ihn original auf... Das ist nicht dein Ernst. Er packt ihn auf den Müll. Er nimmt ihn. Er nimmt Gil. Und packt ihn auf den Müll. Offensichtlich hast du ihn nie geliebt. Aber ja, gut, dass du ihn vorher entkleidet hast und ihm seine Habseligkeiten geraubt hast. Denn die braucht er nicht mehr. Und in der Apokalypse oder im Falle eines Raumschiffsabsturz kann man keine Sentimentalitäten aufrechterhalten. Da muss alles, was hilft, gerettet werden. Und wenn der menschliche Leib verwest, so kann doch seine Bekleidung noch anderen helfen. McClure ist der Einzige, der hier irgendwie Ahnung hat. Der ist Pazifist. Der räumt hier richtig auf. So, Leute, was geht? Schnell schlachten, damit du Menschenleder kriegst. Nein, Leute, das mache ich nicht. Ich schlachte doch keine Freunde. Leute, ich werde keine Freunde schlachten und aufessen. Was ist denn bei euch los? Wenn du keine freien Gräber hast, werden die Leichen ins nächste Lager geschickt. Was heißt, sie werden geschickt mit der Post? Oder wie? Jetzt klick auf Körper, save the gun. Antike Gefahr. Als McClure sich der antiken Wand nähert, überkommt sie eine unheilvolle Vorahnung. Sie ist sich nicht sicher, warum, aber sie spürt, dass in dieser verstaubten Ruine eine große Gefahr lauern könnte. Hä? Aber da bist du doch gar nicht. Du bist doch zu Hause. Was erzählen die mir denn hier für Geschichten? McClure? Da ist McClure. So, hier die Pistole. Ja, die ist doch super, die liegen hier doch. Die laufen noch nicht weg. Oder muss ich das irgendwie hier ins Lager verrottet? Oh. Überlebensration. Erlauben. Natürlich erlauben. Ist doch klar. Holt er sich die jetzt? Ja, ne? Packt er ins Lager. Ja, guter Typ. Er mag sie gar nicht anfassen, weil er ist Pazifist. Und er, oder sie, besser gesagt, alleine. Sie ist Altruistin. Ist das schon eine Herabstufung? Ist Altruistin unter Pazifist? War sie mal Pazifist? Und dann hat sie gesehen, wie ein verletztes Faultier Amok gelaufen ist und jetzt ist sie nicht mehr pazifistisch, sondern nur noch altruistisch? Wurde sie eingeholt von der brutalen Wirklichkeit des Lebens? Und jetzt putzt sie original das Blut weg. Nee, also das geht nicht. Wo steht Blut wegputzen? Wo ist hier reinigen? Nein. Das hat nun wirklich keine Priorität. Das Blut soll in die Erde sickern und die Pflanzen nähren. Und ich kann mir vorstellen, so eine Pflanze, die sich aus Riesenfaultierblut nährt, die kann ganz schön mächtig werden. Was machst du jetzt? Schläfst du da jetzt oder was? Guck mal. Jetzt legt sie sich da hin und guckt sich die Sterne an. Und überlegt sich, wie kann es sein, dass ich nach einem Tag, wir waren zu dritt, jetzt bin ich alleine. Einer ist von einem Riesenfaultier, beide sind von einem Riesenfaultier so schwer verletzt worden. Den einen konnte ich gerade noch zusammenflicken, ich weiß nicht, ob er es übersteht, der andere ist tot. Ich muss das ganze Blut wegputzen. Es ist überall. Ich mag kein Blut. Ich habe einen Sauberkeitsfimmel. Ich bin germophob. Ich muss das ganze Blut irgendwie... Und gleichzeitig lastet das komplette Überleben meiner Spezies auf meinen kleinen Schultern. Und während ich in diesen Sternenhimmel hinaufschaue, wird mir wieder einmal mehr bewusst, wie klein ich eigentlich bin. Wie soll ein kleiner Mensch wie ich diese große Aufgabe im Alleingang meistern? Solche Gedanken hat sie, während sie dort liegt. Und... Ihr guter Freund Robbins ringt mit dem Tod. Sie ringt mit dem Tod. Sie ruht sich aus. Er ruht sich aus. Robbins, Taktiker. McClure hat ihre schwermütigen Gedanken beendet und geht natürlich nicht durch die Tür, sondern durch das halbfertige Mauerwerk, um sich auch zur Nacht zu legen. Und sie träumt von einem besseren. Sie träumt von einem Leben, in dem sie wieder mit ihren Freundinnen über den Kiez ziehen kann,
billige Getränke sich ausgeben lässt und am nächsten Morgen gerädert aufwacht, aber das Leben genießt. Morgen wird sie auch gerädert aufwachen, aber in der harten Wirklichkeit der Apokalypse mit Riesenfaultieren. Vorhersage von McCraw. Robbins stirbt an einer Infektion, McLua rastet aus, greift das zweite Riesenfaultier an und verblutet elendig in der Wüste. Würde ich nicht ausschließen. Würde ich nicht ausschließen. Erste Chatnachricht des Zuschauers Kekstar. Hallo Kekstar. Schön, dass du da bist. Zane, ich weiß nicht. Du bist ein Kind von mir, bist du dir sicher? Ihr sagt das immer, ne? Ihr sagt immer, ey Nils, ich will ein Kind von dir. Und ich denke mir dann manchmal so, ja, ich verstehe das, dass ihr das wollt. Aber habt ihr das zu Ende gedacht? Ich meine, ich hab ein Kind bereits, ne? Und also das ist jetzt auch kein Selbstläufer, ne? Also das ist eher so, ihr seid dann McClure und euer Kind ist hier so wie Robbins. Ihr müsst permanent aufpassen, dass es sich nicht selbst vernichtet. Es kann gar nichts, ihr müsst ihm alles beibringen. Alles, inklusive Manieren. Euer kompletter Lebensrhythmus richtet sich danach aus, was dieser kleine Mensch benötigt. Selbstbestimmtes Leben wird zu einer Seltenheit. Gut, ihr habt natürlich dann mein Kind. Es wird dementsprechend... anstrengender als andere Kinder sein, vermutlich. Aber ich kann natürlich den ersten Impuls nachvollziehen. Aber ich habe jetzt keinen Bock drauf, dass ihr jetzt dann von mir ein Kind bekommt. Und dann merkt ihr so nach einem halben Jahr, das ist irgendwie scheiße. Und dann habt ihr da keinen Bock mehr drauf. Ich möchte, dass ihr euch das mindestens noch einen Monat durch den Kopf gehen lasst. Und dann, wenn ihr euch ganz sicher seid, dann könnt ihr mich nochmal im Chat anschreiben. Aber nicht jetzt so spontan, weil manchmal habe ich das Gefühl, das sind auch so spontane Gelüste, die euch da antreiben. Und da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, dass das Kind das am Ende ausbaden muss. Also. Ein Monat. In einem Monat kannst du wiederkommen. Und wenn du dir dann ganz sicher bist. Lass dich nicht benutzen, Nils. Nein. Mach auf doppelte Geschwindigkeit, Nils. Meinst du im Spiel oder meinst du jetzt bezüglich des Kindes? Also 2 Wochen statt einem Monat oder wie? Erste Chatnachricht des Zuschauers Wolf XY. Hi Wolf. Was geht ab? Schenk mir eine Strähne deines goldenen Haars. Ja klar, das können wir gerne machen. Erklärt mir mal jemand das Spiel auf den ersten Blick ziemlich lame, schreibt TKP. Nee, das ist nicht lame, das ist tatsächlich ganz lustig. Aber es ist sehr komplex. Und ich habe es leider noch nicht so richtig gecheckt. Aber wenn ich es gecheckt habe, Leute. Wie lange dauert die Nacht? Weiß ich nicht, bis zum nächsten Tag. Servus Nils, schön dich hier zu sehen. Ebenso Nico, schön, dass du da bist. Du solltest Gil begraben. Warum soll ich Gil begraben? Aufgrund eines Jahrtausende alten Brauches? Oder was? Lass ihn doch da jetzt in Ruhe liegen. Erlauben? Dann muss ich, was muss ich dann? Architekt und dann sowas Diverses? Alter, wie ich es auf Anhieb gefunden habe, ich bin ja der Allergeilste. Hier, da wird er begraben. Und wer muss es machen? McLure. McLure muss es machen. Und der ist immer noch... Was ist eigentlich mit dem? Er ist immer noch verletzt. Sobald er wieder gesund ist, stirbt er 100 Pro an Altersschwäche. Und die arme McLure. Ich wette mit ihr, im Laufe des Spiels wird sie wirklich... Sie war Pazifistin, jetzt ist sie nur noch Altruistin. Sie wird irgendwann enden als Menschenfeind. Ich nenne es den Weg des Daniel Budiman.
So, McClure. Du solltest jetzt erstmal... Hallo, ich weiß, es ist dir wichtig, hier Ordnung zu schaffen. Ordnung ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass man Menschen begräbt, die dort tot rumliegen. Jetzt baut sie erstmal die Wand fertig, was okay ist, weil dann zählt das wahrscheinlich als geschlossenes Gebäude. Und dann ist es einfach gut. Dann sind die einfach nicht mehr draußen in der Wildnis. Fertig? Nein. Was ist das? Immer noch nicht fertig? Er ist fertig. Robbins, herzlich willkommen zurück in... Oh Gott, und da schläft er wieder. Er ist nur mal kurz rausgegangen, um sich irgendwas was zu essen zu holen oder so. In dem Moment, wo sie weg ist, ne? Er liegt die ganze Zeit rum. Sie ist kurz weg. Er schleicht sich ins Vorratslager, klaut irgendwelche Essenssachen, die natürlich rationiert sind, schleicht sich zurück ins Bett und pennt weiter. Was eine faule Socke. Wo ist jetzt hier McClure? Wie geil ist das denn? Das Riesenfaultier ist endlich verendet. An den schweren Wunden und sie schleppt es komplett. Dieses Riesenfaultier. Aber bitte nicht auf die Müllhalde. Nein, nein, du kannst es doch noch... Nein, wieso machst du das? Du bist doch nicht über die halbe Map gelaufen, um das Riesenfaultier auf die Müllhalde zu legen. Das ist doch nicht dein Ernst. Was für ein Putzfimmel hast du denn? Alter Schwede, du musst dringend mal daran arbeiten. Ob das nicht vielleicht irgendwie kritisch ist. Das kann doch nicht deine Priorität sein, das fucking Riesenfaultier, nachdem es verendet ist, auf den Müll zu bringen. Jetzt beerdige doch wenigstens diesen armen Körper von Gil. Was machst du da jetzt? Was ist los mit dir, McClure? Jetzt guckst du dir die Blumen an, oder was? Nee, du sollst jetzt beerdigen. So, warte mal. McClure. Bettruhe, ja, Hilfsarbeit. Kochen. Bergbau, Schmieden, Transport, Forschen. Nein, das brauchen wir alles nicht. Waldarbeit, Feldarbeit, Jagen, Tierpflege, Reinigen. Nee, reinigen musst du gar nichts. Wo haben wir denn? Wo haben wir den Reiter Menschen begraben? Totengrab, Totengräber. Wo ist es? Es gibt es einfach nicht. Weil der gesunde Menschenverstand inkludiert das schon. Dass wenn jemand stirbt, dass man ihn verbuddelt. Sonst kommen ja die ganzen Kakerlaken. Begraben gleich bauen. Ah, begraben und bauen ist das gleiche. Da, bauen. Alles klar. So, jetzt machst du das mal. Oh, jetzt hat sie die Erlaubnis bekommen. Alter Schwede. Jetzt hat sie die Erlaubnis bekommen. Und wie schnell sie das umsetzt. Sie hat die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass ich ihr erlaube, dass sie baut. Deswegen war sie so traurig, weil sie wollte das nämlich auch machen. Lass mich raten, sie beerdigt jetzt das Riesenfaultier. Pass mal auf. Jetzt beerdigt sie das Riesenfaultier. Weil sie ist jetzt schon eine Menschenhasserin geworden. Sie hat einfach jegliche Empathie für ihre Mitmenschen verloren. Aber die Tierwelt, die ist unschuldig. Für die hat sie noch Gefühle. Und deswegen begräbt sie das jetzt. Matteo, das Riesenfaultier. Das Weibliche. So, mal gucken. Und der Labrador wirbt sich auch noch. Nee. Tschüss, Mac. Tschüss, Gil. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass der wieder aufsteht? Wie bei Friedhof der Kuscheltiere oder so? Dass der einfach merkt, okay, das hat mir ganz gut getan, eine Weile unter der Erde zu leben. Mir geht's jetzt dann doch wieder gut oder so. Das gibt's vermutlich nicht. Ne? Schlachte das Faultier. Ja, ich schlachte das, ich weiß, aber wie denn? Kann sie das auch? Kann sie das nicht mal machen? Da. Konsumiere Riesenfaultier. Macht sie das jetzt? Was bringt sie es dahin? Isst sie das jetzt roh? Oder schneidet sie da die besten Stücke raus? Ah. Okay, hat sie jetzt Fleisch gesammelt? Ich hoffe doch. Tod seit weniger als einem Tag. Fehlende Körperteile 1,8%. Frisch. Ungekühlt. Verdirbt in 1,9 Tagen. Verrottet, weil nicht überdacht und draußen. Aber du hast da jetzt, bringst du das jetzt? Was machst du denn jetzt? McClure? Geht's dir gut? Inventar? Ich bin mir nicht so sicher, ob es dem gut geht, ehrlich gesagt, ob es der gut geht. Die wirkt zunehmend schwermütig auf mich. Die schleppt sich die... Geh doch mal zu Friedensfaultier. Du sollst es konsumieren.
Kannst du das nicht einfach das Fleisch sammeln und das irgendwo... Jetzt schleppt sie es ein Stück weg. Jetzt schleppt sie es 2 Meter nach Norden und isst das dann dort. Und jetzt schleppt sie es wieder zurück. Warum? Und der Hund? Was ist mit dem? Die Wildnis entlassen. Auf keinen Fall. Okay, wenn du eine Schlachtbank baust, kannst du Tiere verwerten. Alles klar, das macht total Sinn. Architekt. Dann natürlich unter, was ist es, Produktion? Oh, ja. Möbel? Nein. Wo war das? War das unter Versus? Nein. Tone? Wähle? Wo war das? Ethisch? Da, da ist sie doch, Schlachtbank. Ja. Und der, stehst du mal auf jetzt, ernsthaft, das ist doch nicht dein Ernst. Steh doch mal auf, Robbins. Wer war das nochmal? Nee, nicht das. Wer war nochmal von den Robbins? Da, Robbins. Robbins. Information. Phoenix, das ist Phoenix, alles klar. Phoenix und McClure ist Grumpy Moloko. Okay, Grumpy Moloko ist, erhält im komplett im Alleingang diese einst so prachtvolle Kolonie am Leben, nachdem die Riesenfaultiere sie einfach komplett vernichtet haben. Das ist eigentlich eine Geschichte, die man verfilmen könnte, oder? Hi, was geht, Brahim Nador? Ich finde, das ist eine Geschichte, die man verfilmen könnte. Ich denke dabei an sowas wie Moon oder so. Von der Stimmung her ruhig melancholisch. Sie ist so ein bisschen wie der Roboter aus Per Anhalter durch die Galaxis. Hieß der noch der Roboter Murph oder sowas? Irgendwie so. So von der Stimmungslage. So einfach komplett zynisch und vom Leben gebrochen. So ist sie. Das ist ihre Stimmung. Aber sie hat einfach den ganzen Tag schuftet sie, um Robbins am Leben zu erhalten. Und sie hat schon keinen Bock mehr. Der dumme Labrador ist einfach schwanzwedelnd fröhlich, leckt das Faultierblut von der staubigen Erde und checkt einfach nicht, wie trostlos das alles ist. Hey, was ist einfach ein Labrador? Der ist als Kind, als Welpe in einen Topf mit Endorphinen gefallen. Der checkt das alles nicht. Dem geht's immer gut. Aber sie schleppt sich hier durch die Pampa. Manchmal weiß man überhaupt nicht, was sie hier macht. Hallo? Nils, eine Freude, dich zum Feierabend zu sehen, schreibt Tiak 93. Hallo Tiak, ja, ebenso eine Freude. Schau dir mal die Bedürfnisse der Leute an. Was heißt Bedürfnisse? Wir haben hier McClure, die hat einfach keinen Bock mehr. Wir haben Robbins, der ist halb tot. Ich glaube nicht, dass es da eine große Bedürfnisliste gibt. Oder? Wie seht ihr das? Kann McClure nicht Holz fällen? Weiß ich nicht, kann die das? Habe ich ihr das verboten? Ich meine nicht. Waldarbeit? Oh. Waldarbeit? Feldarbeit? Bergbau? Kann alles machen. Tierpflege? Ah, guck mal, jetzt baut sie hier die Wand zu Ende. Was? Ich brauche noch 5 Holz. Jetzt geht sie in den Baum an. Alter, was ist das denn? Schwarzes Schwein? Das ist doch ein Mensch. Und der, wie jetzt, warte mal. Der ist vom Bett hierher, hat sich da wieder hingelegt. Und was ist mit ihm? Sie hat keine Waffe. Ist er ein Freund? Kann sie mit ihm reden? Ich möchte bitte Reisende der Fraktion Gauai, Vereinigung, durchqueren das Gebiet. Ja, aber frag mich doch bitte einfach vorher. Kannst du mal bitte die Waffe nehmen? Sie kann keine Gewalt anwenden. Das ist doch unfassbar. Da kommt dieses schwarze Schwein und spioniert mich aus. Der muss vernichtet werden. Steh auf, Robbins. Schnapp ihn dir. Er ist gerade wieder genesen. Der erste Auftrag,
den er erhält, ist es wieder zu kämpfen. Er hat schon kein, er mag nicht mehr. Aber nimm nochmal die Pistole und dann schaust du mal nach, was der hier will. Weil ich habe das Gefühl, er will direkt wieder ins Bett. Er kann nicht mehr. Also das ist mir hier nicht geheuer. Klick mal auf Körper, wenn du Robbins ausgewählt hast. Körper. Schmerzen keine. Das sieht doch alles super aus. Bestmögliche Medizin, üppig. Ihm geht's doch gut. Keine Gesundheitszustände. Also ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, er ist einfach faul. Und während der hier einfach seine Runden dreht, richtig unheimlich mit seiner Maske, als wenn es gerade eine Pandemie gäbe, schlafen die einfach. Kannst du doch nicht schlafen, während so eine unheimliche Gestalt hier herumschlawenzelt. Wie könnt ihr denn dann in aller Ruhe schlafen? Jetzt bei Robert. Jetzt bei Robert nach Bedürfnissen gucken. Bedürfnis. Ihm geht's doch gut. Extrem niedrige Erwartungen. Gestörter Schlaf, ja, haben wir doch alle. Zurückgewiesen von McClure. Ich versuchte mich an einer Romanze, bekam aber nur die kalte Schulter. Das fühlt sich gar nicht gut an. Alter Schwede, der hat die angebaggert, obwohl der viel älter ist auch als sie. Der Typ ist 45. Wie kann man nur so alt sein? Und sie ist noch voll der Jungspund. Sie ist 32. So, jetzt Robbins. Gehst du jetzt hin? Du gehst zum Grab. Trauerst du jetzt oder was machst du jetzt? Ja, er wurde vom Riesenfaultier. Und was ist jetzt? Kannst du mal das hier bauen eigentlich? Ja, dann hol doch mal Bäume. Mein Lieber. Du sollst mal Baumarbeit auch machen. Bergbau, Feldarbeit, Waldarbeit. Ja, mach doch mal ein bisschen Waldarbeit. Der trauert und macht gar nichts. Sag mal, soll ich den mal angreifen eigentlich? Drücke R und dann Rechtsklick auf den Typen, der da rumläuft. Ist das ein Angriff? Muss man den angreifen? Oder kann man den rekrutieren? Ja, das soll jetzt gebaut werden. Aber das macht er nicht, er braucht ein bisschen Holz. Ja. Sollst du mal das hier machen? Warum macht der denn jetzt? Hier, da, Baum. Schneid den Baum ab. Mach das jetzt mal. Japp, er macht's. Aber er schneidet den Baum. Er soll den fällen. Du sollst den Baum fällen. Ich hoffe, du fällst den jetzt auch und schneidest nicht die Blätter schön. Und dann habe ich Holz und dann kann ich die Schlachtbank bauen und dann kann ich das Riesenfaultier essen. So. Ja, das ist doch gut. Ich kann ihn gefangen nehmen. Ich kann ihn gefangen nehmen. Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee. Denzel würde alles töten, ja. Genau. Oh. Die Besucher der Fraktion das Meer... Nee, warte mal, jetzt haut er ab. Oh, warte. Sicher. Naja, ich glaube, wir sind momentan auch nicht kampfbereit, um ehrlich zu sein. Ich denke... Wir müssen uns erst ein bisschen vergrößern. Ich glaube, mit einer halbtoten Person, die gerade noch selbigen von der Schippe gesprungen ist, und dem Pazifisten McClure, der einfach keine Gewalt anwenden kann, das ist keine gute Armee.
Das ist quasi eine Armee, die ist eigentlich nicht vorhanden. Der baut ein Dach? Yes! Alter! Das ist mein erstes Haus. Wir sind gerettet. Wir sind geschützt vor den unwirtlichen Sandstürmen und vor der Natur und den Riesenfaultieren. Das ist ja der Knaller. Guck mal, wir haben Haus. Uns geht's gut. Alle sind wieder glücklich. Vielleicht lässt Maglure den Robins doch nochmal wieder ran am Ende. Und dann ist das wieder, es ist eine schöne Romanze hier zwischen den beiden. Liebe am Ende der Welt. Und jetzt baut er die Schlachtbank und dann können wir das Riesenfaultier ausweiden. Und dann wird alles gut. Ja, von wegen, ich sterbe hier direkt und alle werden Kannibalen werden. Wieso hat Nils eigentlich ein Wüstengebiet gewählt? Ja, weil ich es anspruchsvoll mag. Man kann sich nicht aussuchen, wo man abstürzt. Steine hacken an der Werkbank. Ja. So, erstmal, das ist jetzt hier fertig, oder? Und dann bitte den hier bitte sofort ausweiten. Wo bist du? Schläfst du schon wieder? Nee, warte mal, du sollst den hier ausweiten. Macht er das automatisch? Weidet er den automatisch aus? Bringt er den hier automatisch hierher? Ja. Nein. Auch er legt ihn sich einen Zentimeter weiter nach vorne. Es muss irgend so ein kulturelles Ding sein, dass man so ein Tier nicht an Ort und Stelle... Man kann es nur konsumieren. Schlachtbank und dann Aufgaben. Aufgaben. Aufgabe hinzufügen. Kreatur schlachten. Diese hier. Machen die das? Holt er sich das Faultier? Das ist ja richtig geil. Jetzt nimmt er das Faultier, packt es auf die Schlachtbank und endlich weidet er das aus, kurz bevor es verwest. Oh, ich liebe es. Das ist ja richtig toll. Guck dir das an. Jetzt zermanscht er das. Padam. Und was macht er mit dem Fleisch? Legt er natürlich schön nach draußen zum Trocken. Und hier ist Riesenfaultier Fell. Oh, ich bin reich an Fleisch. Alter Schwede, wie viel Fleisch? 75 verdirbt in 2 Tagen. Mist. Okay. Das ist doof. Wie rette ich das? Jetzt was zum Kochen bauen. Okay, Möbel. Nein, Produktion. Künstler, Schlachtbank. Nähtisch, Elektroherd. Holzherd. Elektroherd, da brauche ich ja Strom für, oder? Also wahrscheinlich Holzherd. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch drin... Ich meine, geht. Wieso eigentlich nicht? Ja, baut ihr das und dann... Das ist auch übrigens ein sehr ambitioniertes Projekt für 2 Leute. Ist vielleicht auch nicht nötig. Kartoffelpflanze. Aber gut. Wir haben auf jeden Fall genug Kartoffeln. Ah, Robins kommt mit Holz. Das ist ja klasse. Jetzt bauen sie hoffentlich die Küche und dann kann ich das Fleisch da braten. Ja, die baut die Küche. Noch ein bisschen schneller. Baui, baui, baui. So langsam läuft das. Die erste Krise ist überwunden. Das ist so ein bisschen wie diese Siedler früher, die nach Amerika gekommen sind. Und also der erste Winter, da wären sie alle fast gestorben. An Kälte und Hunger und Krankheiten. Und wenn sie aber nach dem ersten Winter haben sie Fuß gefasst, da haben sie so langsam kennengelernt, wie funktioniert das Land, Kontakt mit den Ureinwohnern und haben die heimischen Pflanzen verstanden und so weiter. Was? Risiko eines leichten Zusammenbruchs?
Jagt das Kaninchen mich hier gerade? Das ist nicht dein Ernst. Du wirst von dem Hasen angegriffen? Ne, der verfolgt... Nein, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Geh da jetzt rein. Alter, ey. Was ist denn das? Nee, also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Du schlachtest jetzt den Hasen. Nein. Du, bring ihn doch einfach hier rein. Das habe ich doch gerade gesagt. Kann man den Hasen nicht schlachten? Oder was? Friedhof der Kuscheltiere. Ey, Leute, habt ihr das gesehen? Der hat einfach aus dem Nix, greift das Kanickel, die arme McClure an und die ist eine Pazifistin und traut sich nicht, sich gegen ein Kaninchen zu wehren. Sollte nicht eventuell der Selbsterhaltungstrieb eine größere Priorität bekommen, als sein eigener Pazifismus? Weil, wenn man selber ausgelöscht wird, dann wird ja auch der Pazifismus damit ausgelöscht. Es muss doch auch nicht nur einen Selbsterhaltungstrieb für sich selbst geben, sondern auch für seine inneren Werte. Auch diese inneren Werte verschwinden doch von der Welt. Und damit wird doch die Welt ein Stück weit grausamer. Das macht doch gar keinen Sinn. Leute, rechnet das doch mal. Wenn es 10 Leute auf der Welt gibt, ja, und es gibt 2 Pazifisten, 6 Neutrale und 2 Verbrecher. Und der eine Pazifist lässt sich von einem Kaninchen fressen, weil er sich nicht traut, sich zu wehren. Dann wird er sicher nicht... Er will sich nicht untreu werden und seine Werte nicht verraten, deswegen stirbt er lieber. Aber der Clou ist doch, dass in dem Moment, wo der Pazifist von der Welt verschwindet, ist das Verhältnis gekippt. Dann haben wir 2 Bösewichte, 6 Neutrale, 1 Pazifisten. Das heißt, die Bösewichte sind in der Überzahl. Die Welt wird dadurch schlechter. Es gibt einen Erdrutsch gen Schlechtigkeit, weil sie ihre eigenen Werte nicht verraten wollten, indem sie sich wehren, wodurch sie ihre eigenen Werte komplett verraten haben. Versteht ihr das Dilemma? Ich nenne es das Nietzsche-Pazifisten-Dilemma. Kurz NBPD. War das eine bedenkliche Abkürzung rein vorgesehen? PDB, das geht glaube ich gerade noch. So, die schlafen. Eieiei, alter Schwede. Dieser Hase. Erklärst du gerade das Toleranzparadoxon? Nein, das war nicht das Toleranzparadoxon. Tu bitte nicht so, als wenn es das schon gibt. Das war das Nils Bohmhoff-Pazifist-Dilemma. Aber wenn er seinen Wert verraten hätte, würde es 3 Böse geben. Also der Pazifist wäre trotzdem weg. Ist eine interessante Argumentation, aber damit unterstellst du ja den Akt der Selbstverteidigung, dem unterstellst du ja, dass er dann böse wäre. Kann denn... Selbstverteidigung ist doch nicht böse. Böse wäre doch, wenn ich jemanden unprovoziert angreife. Das ist ja ein Akt des Bösen, aber Selbstverteidigung kann ja nicht böse sein. Toleranzparadoxon sollten mehr Leute kennen? Nee, das glaube ich nicht. Wo bist du denn zur Schule gegangen? Nils, sagen die Namen was aus? Robbins und McClure, oder ist das random? Nee, ich habe die Charaktere nach Leuten aus dem Chat benannt, die gerne dabei sein wollten, hab aber nicht gecheckt, dass der mittlere Name, der mir total unbedeutend erschien, derjenige ist, der darüber entscheidet, wie die genannt werden. Und sein Vor- und sein Nachname spielt gar keine Rolle, das wusste ich nicht. Erste Chatnachricht von Lord Elend. Hallo, Lord Elend. Ich soll mal Papa lesen? Nils Kochen. Ach so, warte, ja klar. Ja, kochen können die doch aber. Aufgaben. Aufgabe hinzufügen. Fleisch. Üppige Mahlzeit. Keiner hat diese Fähigkeit. Okay. Dann Aufgabe hinzufügen. Was können die denn? Können die dann... Ach, das ist die Farbe. Stimmt sozusagen, wie viel Level man haben muss.
Ja, dann macht doch mal eine leckere Mahlzeit. Das geht. Leckere Mahlzeit geht. Und was ist mit... Ah, das geht auch. Nehmen wir das weg. Und dann kochst du mal hier richtig leckere Mahlzeit. Zwar 10-mal. Mindestens. So. Solange die schlafen, reden wir wieder miteinander. Man muss gar nicht so weit gehen. Der Pazifist würde auch zuschauen, wie einer der Verbrecher seinen Pazifistenkumpel umbringt, wodurch er wegen unterlassener Hilfeleistung auch zum Verbrecher wird. Ja. Das ist meine erste Chat-Nachricht, Multi27. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt eine Dino-Mod für RimWorld? Ei. Das wusste ich nicht. Häufigkeit auf unendlich stellen. Ah. Es geht. Wiederhole für immer. Ah, geil. Wiederhole für immer. So, ich bin von dannen. Gute Nacht. Lady Wasabi geht. Schade. Gute Nacht, Lady Wasabi. Ist noch gar nicht so spät. Es gibt jede Mod für RimWorld. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Können wir bitte mal festhalten, dass ich trotz eines verheerenden Riesenfaultierangriffs immer noch lebe? Können wir das mal kurz festhalten? Mir wurde gesagt, ich werde in der ersten Nacht zum Kannibalen und elendig scheitern und es ist einfach nicht passiert. Das war purer Skill. Erzähl das Gil. Das war purer Skill, erzähl das Gil. Ja. Aber da kann ich ja nichts für, dass das Gil sich maßlos überschätzt hat. Ich habe ihm nicht gesagt, Digi, greif mal das Riesenfaultier an. Das habe ich ihm nicht gesagt. Ich habe ihm lediglich gesagt, ich versetze dich jetzt in den Kampfmodus. Was du da mit dieser Anweisung mal machst, ist dann, oh, Robbins macht Nachtwanderung? Oder schlafwandelt der? Der will ans Fleisch ran. Der will ans Fleisch ran. Mach das weg. So. Wo geht er hin? Was machst du? Was ist eigentlich mit diesem hier? Oh, die ist 5. Die ist 5. 5 Jahre. Die hat noch eine Weile vor sich. Was ist mit dem verrückten Hasen? Ja, das haben wir miterlebt, der Hase. Was machst du denn jetzt? Jetzt gehst du einmal raus jetzt, und jetzt legst du dich wieder hin oder was? Was ist dein Plan, Robbins? Was ist dein Plan, Junge? Er wandert ziellos umher, dann mach dich doch nützlich. Also sowas kann ich nicht ab. Traurig durch die Gegend zu marschieren, ohne irgendwas zu machen. Ja, ich mach mich gleich wieder klein. Ihr habt recht. Ich wollte nur einfach kurz mit euch ein bisschen reden. Ich mache meine Cam gleich kleiner. Bin ich euch zu groß? Nehme ich zu viel Raum weg? Ich weiß, der Ton ist weg. Ich weiß, der Ton ist weg, wenn ich Schabernack mache. Ich weiß keinen Ton. Machen wir bald, Leute. Bald machen wir den Ton da rein. So, jetzt schlafen die endlich wieder. Schlaf, schlaf. Der Hund macht auch irgendwas. Faultier ist wieder wach. McClure schläft. Keiner fühlt sich dafür zuständig zu kochen. Risiko eines schweren Zusammenbruchs. Folgende Kolonisten sind sehr schlecht gelaunt. Verteidigung benötigt? Piraten und feindliche Fraktionen haben es auf dich abgesehen. Oh. Das auch noch. Und noch ein Faultier. Und noch ein Kaninchen. Und ein Pazifist, der depressiv ist. Und auch ein Vogelstrauß.
Also das sind wirklich erschwerte Bedingungen. Ah, McClure ist vollständig geheilt. Stimmt, die hatte ja Verletzung durch den Hasenangriff. Die Hasen gehen ja auch mal direkt auf die Kehle, das weiß man ja. Diese Schneidezähne sind ja in Wirklichkeit Kehlbeißinstrumente. Hm. Wo ist sie denn jetzt? McClure? Die liegt da rum und macht nix. Der macht auch nix. Ich meine, Aufgaben wären ja eigentlich zur Genüge da. Aber das ist denen offensichtlich egal. Wir lassen die mal eben. Also, Leute. Rechtsklicken auf den... Achso, muss ich das ihm jetzt zum Beispiel sagen? Kann er nicht. Aber sie kann, ne? Kursiere kochen. Ah, guck mal, sie macht das natürlich wieder klar. Sie muss alles machen. Sie muss alles machen. Ah, jetzt gibt's eine leckere Mahlzeit. Okay, das ist cool. Hm, das ist super. Das gefällt mir gut. Ah. Dieses schöne Geräusch, das könnte man auch gut zum Einschlafen nehmen. Das Geräusch von gebratenem Fleisch. Oder Fleisch während des Bratvorgangs. Ich soll mal durchwischen. Ja, sorry, es geht... Lass die Blutflecken da, das erinnert die Leute nur daran, dass die Gefahr stetig lauert. Ich kann jetzt hier nicht putzen, während die Leute erstmal kochen müssen. Guck mal hier, das ist ja klasse. Jetzt habe ich hier leckere Mahlzeiten en masse. Er sortiert das Fleisch, mega wichtige Aufgabe. Was ist das? Schiffsteil, ach so. Na, das ist doch klasse. Kann ich doch, er könnte zum Beispiel mal so ein bisschen jetzt einfach die Wohnung ein bisschen größer machen, oder? So langsam wird das mal eine Zeit. Wer weiß, was ich noch alles brauche. Dürfen wir dir Tipps geben oder ist das eher unerwünscht? Natürlich dürft ihr Tipps geben, ist doch klar. Walking Ghost, ich verstehe deine Frage nicht. Was meinst du mit dem komischen Darwin-Projekt? Warum willst du so viel über die Accounts wissen? Zieht sich das auf mich? Ich weiß es nicht. Ein Kühlschrank. Oh, ein Kühlschrank. Ja, Leute, das ist total wichtig. Ein Kühlschrank. Benötige ich dafür Strom? Oder... Arbeitsplatz schlappen? Aber... Da du anscheinend noch eine Weile hierbleiben willst, schlägt McClure vor, dass du deiner Fraktion einen Namen geben solltest. Wie soll deine Fraktion heißen? Und der Ost... Was? Der Ostbahn Lenin? Das ist doch völliger Quatsch. Okay, geil. Leute, wie wollen wir heißen? Vorschläge, wie wollen wir heißen? Leute. Luise? Pfannkuchen-Gang? Party-Crew? Home-Party. Party bei Nils. Okay, Party bei Nils. Okay, wir nennen sie Party bei Nils. Party bei Nils. Und wie soll die Siedlung heißen? Riesenfaultier. Ja, das finde ich gut. Die Siedlung heißt... irgendwas mit Riesenfaultier. Auf jeden Fall Riesenfaultier. Kampfarena. Riesenfaultier Kampfarena. Heißt die Siedlung. Okay. Riesenfaultier Kampfarena. Okay. Mhm. Ah, okay. Ich sehe, da ist irgendeine Erweiterung noch an. Das muss ich natürlich nochmal irgendwie in Angriff nehmen. Hat keinen tieferen Sinn. Hat einfach nur... Ich habe einfach nur keine Ahnung. Ist das ein Hypee-Train?
Ein Happy Train rollt durch die Stadt. Stufe 2 abgeschlossen. Ja, mega gut. Da ist wieder ein Happy Train unterwegs. Ich bin sehr zufrieden. Ah. Okay, ich werde mich mit dieser Erweiterung noch auseinandersetzen. Ich bin noch sehr neu. Ich werde das mal mit meinen Mods besprechen, was sie dazu sagen. Hypey, Hypey, Hype Train, Level 3. Bam, 80%. 99%. Mir ist egal, ob die Leute da sterben bei mir bei RimWorld. Wir gucken jetzt Hypey Trains. Und da kommt der nächste Hypey mit dem Komodo-Varan. Fahren die Komodo-Varane eigentlich auch in dem... Ist das ein Zug voller Komodo-Varane? Ich meine, vielleicht gibt es eine Parallelwelt, in der Komodo-Varane einfach eine gewisse Gehirnkapazität entwickelt haben. Vermutlich irgendwie haben sie sich die Zähne geputzt und dadurch hat sich ihr Leben verändert, weil sie mussten sich eine alternative Nahrungsgrundlage suchen und dann wurden sie irgendwie klüger, weil sie mussten sich einfach was ausdenken. Und dann im Laufe der Entwicklung haben die halt auch Züge erfunden. Und jetzt gibt es irgendwo Paralleluniversum, wo Komodo-Varane Zugführer sind. Und ich wette mit euch, die Züge kommen deutlich pünktlicher als bei uns. Ich glaube, der Komodo-Varan ist im Zugmanagement deutlich begabter als der Mensch. Hypey Train, Stufe 5 abgeschlossen. Oh, mega. Es wird hier rumgehypied. Hypey, Hypey, stark. Noch mehr Balken. Oh, alter Schwede, 200. Es geht auf die Knaller auf die 300 zu. 300%. Alter Schwede. Wo kam der denn jetzt eigentlich her? Da kam aus dem Nix, kam der Zugang gerast. Oder? Hypey, Hypey, 317%, alter Schwede. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, wie ihr das macht und so. Wer das initiiert. Aber... ich bin begeistert. Also sitze gerade im Zug und habe 50 Minuten Verspätung, würde mich über den Komodo-Zugführer freuen. Ja, das glaube ich. Ich kann den Hype Train selbst einstellen. Ja, okay. Wenn es danach geht, würde ich einfach alle 2 Minuten den Hype Train losfahren lassen. Die machen ja Spaß. Hast du schon die Arbeiten priorisiert? Ne, wenn ich in meinem Leben Arbeiten priorisiert hätte, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Dann würde ich jetzt irgendwo arbeiten. Robbins muss noch Arbeit zugewiesen bekommen. Er wandert sonst nur ziellos umher und bringt die Kolonie nicht voran. Nee, das wollen wir nicht. Der soll mal auch mal was machen hier. Robbins. Aber der Hype Train, ich kann auch nicht meine Augen von diesem Hype Train lassen. Okay, Robbins, wie sieht's aus mit dir? Du sollst arbeiten. Hast du nicht irgendwas priorisiert bekommen? Pass auf. Er hat doch schon was. Er kann mal reinigen. Schmieden. Und Tierpflege ist nicht nötig. Und Arzt aber auch. So, das reicht. Zurück zum Hypey Train. 490! It's over 490. Ich glaube, das ist so der krasseste Hypey Train, den ich je hatte. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen gehypteren Hypey Train hatte. Ich glaube nicht. Mit dem Hype Train ist bald ein Wintergarten drin. Ey, ganz ehrlich, Leute. Wenn ich so viele Hypey Trains bekomme, dass ich mir mit einem Hypey Train einen Wintergarten kaufen kann, dann werde ich in diesem Wintergarten zumindest ein Jahr lang, da werde ich in diesem Wintergarten mein Streaming-Setup aufbauen und dann nicht mehr vor Green senden, sondern dann werde ich in diesem Wintergarten senden. Da baue ich das auf. Und dann sitze ich die ganze Zeit in diesem Wintergarten und in diesem Wintergarten und ihr seid Architekten des Traumes. In diesem Wintergarten wird ein Jacuzzi stehen und ein Streaming-Equipment, Schreibtisch und so. Und entweder ich stream aus dem Jacuzzi, mach Hot Tub oder ich stream anderen Scheiß. Das mache ich den ganzen Tag. Ich werde mir von dem Geld so einen Typen kaufen, der Medizin studiert hat, der die ganze Zeit neben dem Hot Tub steht und so alle 30 Minuten nimmt er seinen Daumen und seinen Zeigefinger fast so meine Haut an und prüft den Schrumpelgrad. Und wenn der Schrumpelgrad eine existenzbedrohende Schrumpeligkeit erreicht hat, dann empfiehlt er mir leise, dann beugt er sich so vor, bemüht mir nicht, auf den nackten Leib zu starren und säuselt mir so ins Ohr,
Ich glaube, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, dass sie aus dem Wasser kommen, Herr Bomhoff. Und dann weiß ich Bescheid, alles klar. Dann, der hat dann so einen Aktenkoffer und alle denken die ganze Zeit so, ja, okay, da sind irgendwelche Unterlagen aus dem Medizinstudium drin, die, falls er die nochmal irgendwie braucht. Dann öffnet er aber diesen Aktenkoffer und da ist ein Handtuch drin, ein richtig flauschiges Handtuch. Noch nie benutzt. Komplett frisch. Und dann nimmt er dieses Handtuch, breitet das aus, hält das so vor die Kamera, dass ich aufstehen kann, weil ich habe natürlich nichts an, dann, wenn ich in dem Hot Tub sitze. Und dann sage ich Dankeschön und falte mir das Handtuch um die Lende. Dann stehe ich auf, dann reicht er mir noch ein zweites Handtuch, ich trockne mich ein bisschen, Bademantel kriege ich um und dann setze ich mich auf meinen Schreibtischstuhl in diesen Wintergarten und dann mache ich ein Kaminfeuer an, weil ich habe natürlich in dem Wintergarten auch einen Kamin, ist ja völlig klar, für die Wintertage. Geil ist das denn, wenn es draußen kalt ist und da liegt Schnee und ich hab einen Kamin in einem Wintergarten, hallo? Und dann setze ich mich an den Schreibtisch und dann streame ich einfach weiter. Und wenn irgendwann die Schrumpelei sie wieder zurückgeht, wenn die Haut sich wieder spannt und fest wird, was in meinem Alter keine Selbstverständlichkeit ist, dass das passiert, und dann gehe ich natürlich wieder zurück in den Hot Tub. Ist doch völlig klar. Und der Typ, der Arzt mit dem Aktenkoffer, der steht da die ganze Zeit. Weil ich kann ihn mir ja leisten. Andere kaufen sich ein Lambo oder so. Ich kaufe mir einen Arzt. Das ist eh geil, wenn man seinen eigenen Arzt hat. Oder? Wie geil ist das denn, wenn man seinen eigenen Arzt... Leben die eigentlich hier alle noch? Oder? Die leben noch, die schlafen alle. Leute, ich meine... Oh, jetzt habe ich den Hypie-Train verpasst. Ich habe den Hypie... Ey, wo ist er denn geparkt? Wo ist der, wie lange war der denn noch da? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Nicht geil, wenn man seinen eigenen Arzt braucht. Ja, Leute, ich will ja nicht jetzt meinen eigenen Arzt haben, weil ich ihn brauche. Ich will ihn einfach haben. Es braucht auch niemanden Lamborghini oder Genie. Braucht auch keiner. Niemand braucht sowas. Man will das aber haben. Für alle Fälle. Ah, hallo Leimann. Danke für das Abo. Das ist lieb. To change the threshold to kick off a hype train, you will need to go to your affiliate settings under the hype train section. Es gibt eine hype train section. Das gucke ich mir später mal an. Nils wäre ein super feudaler Herrscher. Ey, Real Talk. Kurz mal Real Talk. Feudaler Herrscher. Habt ihr nicht auch manchmal so Fantasie? Komm mal dich daran. Wenn ihr jetzt... Das ist eine Zeitmaschine. Okay? Und ihr betretet diese Zeitmaschine und ihr landet jetzt zum Beispiel tatsächlich in der Feudalzeit. Also zur Zeit irgendeines Königs. Weiß ich nicht. 16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert, ich habe keine Ahnung. Also ein bisschen Mittelalter, wo diese Feudalstrukturen sehr gefestigt waren. Und ihr landet in dieser Zeit und ich frage mich manchmal, also das sind so, manchmal sitze ich am Essenstisch irgendwie und meine Gedanken kreisen dahin und ich denke mir manchmal, dann komme ich wieder zurück und denke mir, wie doof bin ich, ich bin auch gerade beim Essen, warum drifte ich ab? Aber ich drifte dann in diese Welt ab und dann denke ich mir, stelle ich mir vor, okay, ich aus irgendeinem Grund lande ich da jetzt. Aber ich bin komplett ich, mit meinem Wissen und alles. Und wie würde ich handeln, wie würde ich überleben? So. Und dann frage ich mich, wäre es klug, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich komme aus dem Jahr 2021. Weil in dieser Zeit ist ja die Kirche und der Glaube zentraler Leitstrahl des Lebens. Die Wahrscheinlichkeit, dass die mich töten würden, ist relativ hoch, oder? Wenn ich das so sagen würde. Wenn ich denen irgendwas zeigen würde, mein Telefon, solange es noch Akku hat oder so, die würden ja komplett denken, ich wäre eine Hexe. Oder gibt es ein männliches Pendant zu Hexe? Ich habe keine Ahnung. Ein Ginger. Jedenfalls müsste man das sehr geschickt angehen. Es ist sehr, sehr wichtig in so einem Moment, dass man nichts tut, was einen umbringt. Und natürlich das nächste ist die Sprachbarriere. Ich würde ja überhaupt nicht verstehen, was sie da reden. Die Sprache hat sich in den letzten paar hundert Jahren, selbst wenn ich hier am selben Ort wäre, ich würde ja niemanden verstehen können. Weil die einfach
komplett anders geredet haben. Und aber nehmen wir mal an, ich würde überleben und nehmen wir mal an, ich würde die Sprache lernen und dann nehmen wir mal an, kürzen wir die Reise mal ein bisschen ab. Ich würde es irgendwie schaffen, Herrscher zu sein. Ich wäre jetzt Herrscher. Was würdet ihr dann machen, wenn ihr Herrscher wärt? Weil ich würde zum Beispiel sagen, erstmal werden die Schulen eingeführt. Es werden Schulen eingeführt. Aber zu der Zeit war das ja so, dass die Kinder natürlich Lebensgrundlage waren. Die mussten ja den Haushalt übernehmen irgendwann. Die mussten ja arbeiten, sonst hätte das alles nicht funktioniert. Deswegen kommen natürlich nur die Schlausten in die Schule. Nur die Schlausten. Es wird getestet und so. Und nur die Schlausten gehen in die Schule und die Eltern werden dann kompensiert. Kommen einen sogenannten Kompensationsgroschen vom Staat, von mir, damit die schlausten Leute dort in die Schule gehen. Und die werden natürlich nur von den besten Lehrern unterrichtet. Und die besten Lehrer gehen natürlich auf einen Lehrerlehrgang bei den besten Lehrern, die vorher bei einem Lehrerlehrgang waren. So, und dann werden die angehalten, weil meine Idee ist, ich will meine eigene Timeline überholen. Ich möchte das dunkle Mittelalter so schnell wie möglich beenden und die Menschheit früher an den Punkt kommen lassen, dass die globale Erderwärmung ihr größtes Problem ist und nicht Krieg und Hunger. Obwohl, warte mal. Okay, kämpfen immer noch um Platz 1 und 2. Die gibt's noch. Jedenfalls müssten die dann, die schlauesten Leute wären auf jeden Fall in der Schule. Die würden trainiert werden, die würden irgendwas lernen, die würden in die Forschung reingehen. So. Und dann. Viel mehr habe ich noch nicht. Eventuell, ich würde natürlich so ein bisschen die Gleichberechtigung einführen. Wahlen wären schwierig. Wahlen kann ich nicht einführen, weil dann wählen die mich am Ende ab, bevor ich mein Lebenswerk vollenden kann. Naja, habt ihr auch manchmal so Gedanken, dass ihr irgendein Szenario in eurem Kopf entwerft und dort für eine Zeit lang lebt, innerhalb eures Kopfes in diesem Szenario und euch dann überlegt und das Ganze auf eine detaillierte Art und Weise, die fast schon absurd ist, auslebt und euch Gedanken macht über Kleinigkeiten bis hin, dann kommt irgendwer in den Thronsaal und fragt was und ihr überlegt euch, wie würdet ihr reagieren und irgendwann wacht ihr auf und denkt so, was habe ich da eigentlich gerade gemacht, wie lange war ich weg? Habt ihr das manchmal? Nein, ich bin völlig groß und wahnsinnig. Dr. Stone schauen, da hast du einen Leitfaden, was du machen musst. Was sind denn eure Gedankenpaläste? So, was ihr manchmal so. Was ihr euch so vorstellt. Ich möchte meine Gedanken lieber nicht ausleben, sagt Curious Worth. Du kannst ja eine konstitutionelle Monarchie einführen, machtloses Parlament, aber das Volk ist zufrieden, weil sie dürfen ja wählen. Lotto gewinnen. Erste Chatnachricht von Kahib ist Lotto gewinnen. Soll ich ehrlich sein? Auch ich denke oft darüber nach, wenn ich schlagartig reich wäre. Also ganz ehrlich, den Gedanken hat jeder schon mal gehabt, oder seid ehrlich. Antikapitalist hin oder her. Bla, innere Werte, Gefühle, alles ist gut. Aber sag mal ehrlich, jeder von euch da draußen hat schon mal darüber nachgedacht, was er machen würde, wenn er im Lotto gewänne. Oder? Wenn man schlagartig reich wäre. Und ich habe eine Zeit lang mir immer vorgestellt, wie wäre das, wenn ich hier im deutschen Lotto gewinne. Ich spiele gar kein Lotto, ich habe noch nie Lotto gespielt. Aber ich habe mir schon oft vorgestellt, wie das wäre, wenn ich im Lotto gewänne und schlagartig reich wäre. Was würde ich dann machen? Und dann habe ich mir innerhalb meiner Fantasien, die dann so reichhaltig wurden, habe ich festgestellt, ey, all das, was ich mir vorstelle, dafür reicht ein Lottogewinn überhaupt nicht. Und dann habe ich mir vorgestellt, okay, stattdessen, also ich habe die Fantasie dann geändert und mir überlegt, okay, ich gewinne nicht in Lotto in Deutschland, ich gewinne in Amerika diese Powerball-Lotterie oder was. Das ist im Prinzip auch wie Lotto, nur man gewinnt viel mehr Geld. Man kann da auch mal eine, 200 Millionen Dollar gewinnen oder sowas. Und okay, die Fantasie passt besser, weil da habe ich mehr Möglichkeiten, mich zu entfalten.
Und dann überlege ich, okay, ich bin richtig reich. Was mache ich? Und dann denke ich immer, okay, will ich, dass die Leute das wissen? Also natürlich will ich das nicht. Will ich, dass meine Freunde das wissen? Wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde dann alle meine Freunde einladen mit so einer ganz reichhaltig verzierten, parfümierten, auf teurem Papier gedruckten Einladung, aber super mysteriös. Und dann würde ich irgendwie ein Schloss kaufen oder irgendeine krasse Location und dann würde ich die da alle rankarren lassen. Und dann würden die da alle auf diesem Schloss so ein bisschen wie so wie bei Miss Marple oder so, ja, wenn die so alle auf so einem Schloss sind und dann wird einer ermordet. Da wird jetzt in der Geschichte keiner ermordet, aber das Setting ist so ähnlich. Und dann gibt's irgendwie geiles Essen und buntes Rahmenprogramm und alles ist mysteriös und irgendwann kriegen die alle einen Koffer mit Geld oder so. Kriegt jeder einen Koffer mit 1 Million Euro drin. Und keiner weiß es. Das einzige Problem, und da bin ich noch nicht zu einer Lösung gekommen, ist, jeder Mensch hat einen individuellen Freundeskreis. Das heißt, man hat nicht zu 100% einen in sich geschlossenen Freundeskreis, weil jeder hat immer noch irgendeinen anderen Freund aus einer anderen Quelle, wo man sagt, okay, der kriegt auch Kohle. Ich kann jetzt nicht dem keine Kohle geben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, ich würde Buddy Eddie Simon einladen, so, und dann hätte ich aber noch andere Freunde von früher und die würden dann auch kommen, dann würden ja Buddy Eddie Simon und auch meine anderen Freunde anhand der Konstellation sofort per Ausschlussverfahren feststellen können, wer der Typ mit dem Reichtum ist. Das heißt, es geht nicht. Da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen, ob ich eventuell dann die einzeln einlade. Also ein Event für Buddy Simon Eddie so mache und ein Event für meine anderen Freunde. Jetzt muss ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das mache. Ich habe noch ein bisschen Zeit, weil noch habe ich nicht gewonnen. Aber irgendwie, du könntest sie dann für Geld gegeneinander kämpfen lassen. Das ist eigentlich eine ganz geile Idee, wie bei Squid Game oder was. Und dann habe ich überlegt, also eigentlich war meine Idee, ich tue so, als wenn ich Teil davon bin. Ne? Also, dass ich dann auch 1 Million Euro bekomme in einem Koffer und ich tue so, als wenn ich auch nicht weiß, worum es geht und so weiter. Aber da muss ich noch dran feilen, weil das funktioniert nicht. Aber ich stelle mir natürlich schon vor, wie geil dann so Leuten, Freunden irgendwie Dinge zu schenken, ja? Oder so, überlege ich mir, okay, was ist der größte Wunsch von den Leuten, die ich kenne und was könnte ich denen kaufen von dem Geld? Ein Fußballstadion oder Eddie würde ich Kickers Offenbach kaufen. Ich würde die Kickers Offenbach kaufen und würde sie Eddie schenken. Ich meine, wäre das nicht der geilste Moment überhaupt? Ich schenke ihm einen Fußballverein, Gutschein für einen Fußballverein. Dann sind es die Kickers Offenbach. Wieso eigentlich nicht? Und dann denke ich mir manchmal, okay, aber ich bin ja absurd reich. Ich kann ja wirklich alles machen. Ich kaufe mir auf jeden Fall auch einen Fußballverein und ich baue mir auch ein Stadion. Mein Traum war immer, ein Stadion zu bauen in Form eines riesigen Schiffes. Also das Stadion sieht einfach aus wie ein riesiges Segelschiff und im Inneren ist sozusagen das Stadion verbaut. Es gibt nur ein Problem. Erstmal, es wäre sehr, sehr groß, vielleicht größenwahnsinnig groß. Es wäre vielleicht so groß, dass die Leute mich für wahnsinnig halten würden. Es müsste es einfach sein, weil ja um das Stadion herum müsste ja dann noch das Schiff gebaut sein, was ja auch, muss ja von den Proportionen her schiffig aussehen. Und das große Problem ist, wo packe ich die Masten hin? Stellt euch vor, ihr habt ein Stadion und um das Stadion rum ist quasi das Schiff gebaut. So, aber das soll ja jetzt nicht irgendeine Elektrojacht sein, sondern das soll ja irgendwie ein Viermaster oder sowas sein. Und wo kommen die Masten hin? Wo kommen die Masten hin? Die können ja nicht in der Mitte des Spielfelds stehen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht müsste ich Minecraft mal anfangen zu spielen, weil ich habe noch nie Minecraft gespielt und könnte vielleicht in Minecraft einfach mal das Segelschiffstadion bauen, nur um ein Gefühl zu bekommen, ob das realistisch ist. Ja. Ist, glaube ich, eine Herausforderung. Masten als Hologramm. Ja. Ich habe wirklich noch nie wirklich Minecraft gespielt. Ich habe wirklich noch nie gespielt. Nee. Ich erinnere mich nicht. Also ich habe keine Erinnerung, jemals Minecraft gespielt zu haben. Ich wollte es immer mal spielen. Und habe ich nicht.
Und ich hatte überlegt, ob ich hier mal irgendwann mit euch mal Minecraft zusammen anfange. Also willst du der Stadt abschnacken, dass du dir eine Arche bauen kannst? Ja, aber wisst ihr, was ich auch manchmal denke? Wenn ich so richtig reich wäre, dann würde ich mir eine eigene Stadt bauen. Und zwar würde ich irgendwo hingehen, wo wirklich einfach nichts ist, wo man noch neu anfangen kann. Und dann würde ich eine Stadt konzeptionieren am Reißbrett und so Sachen machen, wie das zum Beispiel das komplette logistische System alles unterirdisch ist. Also irgendein Transportsystem, alles ist aber unterirdisch. Es wird als erstes gebaut. Alles wird da, öffentliche Verkehrsmittel, individuelle Verkehrsmittel, also Elektroautos, was auch immer. Und die, es wäre super easy, es gäbe überall Zugänge. Und es müsste irgendwie so auch geregelt sein, dass man unterirdisch irgendwie fast bis nach Hause kommt und dann auch unterirdisch in die Garage, weil jedes Haus, auch Mehrfamilienhäuser haben quasi genug Garagen unterirdisch angelegt, sodass man gar nicht mit seinem Auto mehr, es ist alles unterirdisch, man muss gar nicht mehr in die freie Luft mit seinem Auto, sodass die komplette Stadt autofrei ist und emissionsfrei ist. Und ich glaube, so eine Großstadt, so eine Stadt, wo einfach kein Auto fährt, aber man trotzdem nicht auf seinen logistischen Komfort verzichten muss, das ist schon mal eine sehr gute Idee. Und dann würde ich da, ich würde irgendwie so geile Bauten so ineinander verwoben, so ein bisschen so wie so ein Termitbau oder so. Und dann so ein bisschen mit Glas und überall irgendwelche so Bäume und so Pflanzen, die dann so von irgendwelchen Glasgängen, die so die Häuser miteinander verbinden, wachsen so Ranken runter und naja, so eine Stadt halt. Und dann denke ich manchmal, okay, das ist so ein bisschen wie bei Bioshock. Und das ist ja auch nicht, hat ja auch nicht gut. Ist ja auch nicht gut geendet, oder? Also Bioshock ist jetzt ja keine Story mit Happy Ending, oder? Und der Typ, der die Stadt in Bioshock gebaut hat, ist jetzt auch nicht so der Typ, wo man sagen würde, okay, du bist definitiv eng verwandt mit dem gesunden Menschenverstand. Also mindestens mal verschwägert. Also vermutlich würde das scheitern. Diese Stadt würde irgendwie so dreiviertel fertig, würde die aufgegeben werden, weil es stellt sich raus, es ist nicht möglich. Und dann würde die immer so eine Geisterstadt sein. Oder? Der Bioshock-Dude hat aber auch aggressiv Genmanipulation verwendet. Das, was du beschreibst, habe ich fast 3 Jahre in China gemacht? Echt? Schmendrick, erzähl mal. Schmendrick bei uns im Chat sagt, er hat das in China gemacht. Ich, ganz ehrlich, man kann ja über China jetzt sagen, was man will. Wenn man westliche Werte zugrunde legt, sind Dinge, die in China passieren, natürlich schwer zu ertragen. Aber China ist eine komplett andere Kultur. Da leben 1,2 Milliarden Menschen. Das ist einfach, eine Welt in sich. Die interessieren sich einen Scheiß für uns. Und aufgrund der Funktionsweise Chinas, und ich behaupte nicht, dass ich die jetzt total gut kenne, aber ich habe ein Bild davon. Ganz kurz. Retortenstadtplanung für 2,6 Millionen Leute auf die grüne Wiese, schreibt Schmendrick. Das ist ja der Oberhammer. Wollen wir nicht mal mit dir, kann ich dich nicht mal interviewen? Und du erzählst mir das mal? Kannst du nicht mal kurz in meinen Discord kommen und ich rufe dich gleich mal an? Schmendrick, komm noch mal auf Party mit Nils. Und ich rufe dich gleich mal an. Und du erzählst uns das mal. Okay? Komm mal bitte, ich erzähl kurz, du kommst in Discord. Da sind sie schon, da ist der Discord. Schmendrick, sorry, Baby ist im Raum. Du willst nicht mit mir telefonieren, weil dein Baby im Raum ist? Meinst du, das Baby weint, wenn es mich hört, oder was? Es hört dich doch auch. Das ist ja noch schlimmer als die Absage von Mendel. Sorry, Nils, beim nächsten Mal. Was ist das überhaupt für eine Ausrede? Das Baby ist im Raum. Es ist 22.20 Uhr. Wohnt ihr in einer Einzimmerwohnung oder was? Was ist das? Das ist ja die gemeinste Ausrede, die ich hier gehört habe. Sorry, das Baby ist im Raum. Hey, wollen wir kurz telefonieren? Nee, du, jetzt ist gerade schlecht. Das Baby ist im Raum.
Das Baby ist im Raum. Ich, das ist einfach mal das Baby im Raum. Ja, okay. Da kann man nichts machen. Ich verstehe das. Das Baby ist im, das Baby soll halt schlafen. Sorry. Ja, ich kenne das. Ich war auch mal ein Baby und ich wollte auch viel schlafen. Nein, das ist okay. Ich mache nur Witze, Schmendrick. Aber ich hätte das tatsächlich einfach mal gerne von dir gehört und ich hätte einfach gerne mit dir ein kleines Interview geführt, weil ich das total interessant finde, was du erzählt hast, dass du nämlich so am Reißbrett Städte in China baust. Aber alles ist gut. Kümmere dich bitte um dein Baby, das ist wichtig. Wir wollen nicht, dass dein Baby traumatisiert wird. Und vielleicht machen wir das nächste Mal. Wenn wir das nächste Mal die Gelegenheit haben und dein Baby ist nicht im Raum, dann holen wir das nach, wenn du Lust hast, weil mich das wirklich interessiert, was du da machst. Dann machen wir ein kurzes, machen wir so ein almost daily Interview mit dir. Spontan. Okay, zurück zu meinem, zu meiner These über China. Bin gleich wieder da beim Chat. Ich bin gleich wieder bei euch. So, was ich an China so geil finde, ist, dass, wenn du mal den Aspekt Moral und so weiter beiseite lässt, dann leben da 1,2 Milliarden Menschen, die natürlich jetzt nicht nach unserem Maßstab die Freiheit genießen, die wir so wertschätzen, aber die können einfach Projekte umsetzen, weil gefühlt, das meine ich nicht despektierlich, aber die Menschen wie ein Ameisenvolk ist, wo jeder mit anpackt und die scheren sich halt nicht drum, ob jemand ein Bein verliert, sondern die wollen einfach das Projekt vollenden. Und deswegen können die so größenwahnsinnige Projekte in China umsetzen in einer Geschwindigkeit, die, das kann man sich hierzulande überhaupt nicht vorstellen. Und so aus Strategiespielersicht, wenn das die Welt ein Strategiespiel wäre, dann könnte man auf jeden Fall mit, wenn man das Volk China spielen würde, in dem Fall könnte man auf jeden Fall aber witzige Dinge bauen. Weil du gerade, irgendwer hatte gerade gesagt bei Bioshock, jetzt komme ich wieder zurück zu Bioshock, die besten Ideen fangen an mit dem Satz, wenn wir die Moral kurz vergessen. Ja, aber das ist ja, guck mal, das, die Gedanken sind ja frei. Ich sage ja nicht, dass ich jetzt wirklich mich als Parteivorsitzender in China bewerben würde, aber ich meine nur, dass das einem natürlich gewisse Möglichkeiten eröffnet. Und manchmal, wenn ich hier durch Hamburg fahre und ich schwöre, es gibt in Hamburg 1 Million Baustellen und an den allerwenigsten wird irgendwas gebaut. Und ich frage mich jedes Mal, warum? Warum baut ihr da nicht einfach? Baut das doch jetzt zu Ende. Und mir ist klar, wahrscheinlich liegt es daran, wenn ihr im Fiskaljahr X das die Baustelle eröffnet, dann gibt es noch Fördergelder von der EU und dann lasst ihr die so lange da liegen, aber sie ist schon mal eröffnet. Das heißt, die Gelder fließen und wenn ihr dann soweit seid, dann baut ihr da irgendwann mal dran. So. Vielleicht ist es irgendein Grund, ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls. Es sind 1000 Baustellen und an den wenigsten wird gearbeitet. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, in China sagen die einfach, nee, komm, wir bauen den Scheiß jetzt. Aber ich will trotzdem nicht in China leben. So, auf wie vielen Baustellen hast du schon gearbeitet? Ja, weiß ich nicht. Mein Leben ist eine Baustelle. Es ist eine Dauerbaustelle, mein Leben. Da wird auch an vielen Dingen nicht gearbeitet, muss ich fairerweise auch zugeben. Lieber Nils, in China sind auch die Gedanken nicht frei. Ja, weiß ich nicht. Sind die schon so weit? Haben die schon so Überwachungschips in den Neokortex eingearbeitet? Ich bin mir nicht sicher. Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Nils hätte bestimmt schon einige negative Sozialpunkte eingefahren. Ja, es gibt ja in China irgendwie dieses System, wenn man sich nicht an die Regeln hält oder an die Vorgaben in irgendeiner Art, dann wird man, bekommt man halt so Minuspunkte. Und das ist wie eine Black Mirror-Folge, das ist irre. Dann wirst du irgendwie eingestuft und dann verlierst du deinen sozialen Status oder deine Möglichkeiten oder was, oder im schlimmsten Fall, keine Ahnung, gehst du vielleicht ins Gefängnis. Das ist ja Orwell-esque. Das ist unglaublich eigentlich, oder? Und auch da wieder, ich finde es unglaublich und auch mehr als befremdlich. Aber nochmal, so rein aus Strategiespielersicht, wenn es jetzt nicht die Realität wäre, sondern irgendein Film oder so. Und man schaut sich das von außen an und versucht für den Moment mal nicht, die Menschenrechte und all diese Dinge
zu nehmen und daran abzuprallen, sozusagen. Wenn man sich, manchmal, wenn ich mir das einfach angucke und mir überlege, okay, das ist wie so ein Ameisenstaat, wie die da organisiert sind und so weiter, wie abgefahren das eigentlich auch ist. Aber ich hätte keinen Bock zu leben und ich finde es auch nicht gut, um nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ne? Manchmal wollen Leute einen ja falsch verstehen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus und ihr habt mich aber abgelenkt. Und zwar hat irgendwer gerade geschrieben, dass der Typ von Bioshock eigentlich die Leute auch genmanipuliert hat. Weil die haben ja auch diese sich da die ganze Zeit diese Spritzen gesetzt und so, ne? Und ich sehe schon, okay, es ist ein ernstes Thema für euch. Ich wollte eigentlich gar nicht so ernsthaft über China sprechen. Mir ging es gar nicht um den Aspekt, den viele von euch im Chat jetzt so. Mir ist das völlig klar, dass das alles nicht cool ist. Aber darauf wollte ich nicht hinaus. Ich war dabei, meine eigenen Städte in meinem Kopf zu bauen. Lasst uns dieses Thema beenden und über was anderes reden. Und zwar über Genmanipulation. Auch da gibt es moralische Hürden. Aber findet ihr nicht, ich habe das schon mal in irgendeinem Moin Moin gesagt, aber mich fasziniert das. Und ich würde gerne wissen, ob das euch auch fasziniert. Das Universum ist... Was ist eigentlich das fucking Universum? Könnte auch den Satz hätte auch Daniel Bullimann an einem Joint sagen können. Nein, aber mich fasziniert, dass das Universum ist aus einem Urknall entstanden. Keiner weiß, wie das passiert ist. Ob das ein schwarzes Loch war mit einer super komprimierten Masse. Das ist ja so, schwarze Löcher saugen ja Materie ein. Also die haben, schwarze Löcher haben eine unglaubliche Gravitationskraft, weil die sehr dicht gepresste Materie haben in diesem schwarzen Loch. Und rein theoretisch, wenn ein schwarzes Loch so groß wird, dass es alles, was an Materie existiert, in sich einsaugt, dann ist es so dicht, wie es vielleicht mal war vom Urknall. Und irgendwann ist es vielleicht so dicht und da entstehen durch die Kräfte, die dort im Inneren existieren, irgendwann kommt vielleicht der Moment, wo das Ganze einfach fucking nochmal explodiert. Wie so eine Nitroglycerin-Suppe. Pff, explodiert das und dehnt sich aus. Vielleicht war das Universum vorm Urknall einfach nur schwarzes Loch. Vielleicht ist das ein Zyklus. Das ist ein schwarzes Loch irgendwann, wie im Videospiel, wo so ein kleinerer Wurm den größeren Wurm den kleineren Wurm frisst und dann ist ein großen Wurm und der frisst den nächsten kleineren Wurm und wird immer größer. So die schwarzen Löcher irgendwann, die absorbieren alle Materie und dann gibt es immer nur noch ein schwarzes Loch und es wird so verdichtet und irgendwann explodiert es wieder und dehnt sich wieder aus. So ein Prozess wie so eine Atmung. Vielleicht gab es unendlich oft schon Universen und unsere Zeit jetzt, unser Universum jetzt ist einfach nur ein Atemzyklus. So wie wir atmen. Luft rein, Luft raus. Keine Ahnung. Und jedenfalls ist irgendwann dieser Urknall gekommen und die ganze tote, leblose Materie wurde im Raum verteilt. Ist durch das Universum. Breitet es sich ja irgendwie aus. Und es gibt so einfach irgendwelche Brocken. So Geröllbrocken. Die Erde ist ja nichts weiter als ein Geröllbrocken, der zufällig um die Sonne kreist, die eine Energiequelle ist. Und dann ist auf diesem dann aus dieser völligen Leblosigkeit von Stein und Geröll und Staub, whatever, dass aus Leblosigkeit überhaupt Leben entstehen kann, das ist allein schon so ein Mindfuck, oder? Wie kann das sein, dass aus so etwas Lebendigkeit entsteht? Und dann, das ist schon mal unglaublich eigentlich, und dann entwickelt sich dieses Leben und es wird immer komplexer. Es wird immer komplexer. Und es ist fast so, als wäre das Leben auf irgendwas hinaus. Und irgendwann entsteht der Mensch als vermutlich erste vernunftbegabte, selbstreflektive Kreatur. Und ich rede jetzt nicht davon, dass sich ein Schimpanse im Spiegel selbst erkennt oder so, sondern ich meine, ihr wisst, was ich meine. Wir haben so eine gewisse
Entwicklungsstufe erreicht, dass wir die Welt auf eine Art und Weise erfassen, dass wir einen Begriff von uns selbst haben. Also wir haben eine Welt sozusagen, etwas, was Tiere nicht haben. Und damit hat das Leben selbst einen Punkt erreicht. Und es wäre ja fast so, als wenn das das Ziel des Lebens wäre, als wenn das Leben diesen Punkt gesucht hätte, darauf zugestrebt ist, dass das Leben an einen Punkt kommt, wo es sich selbst beobachtet, wo wir in der Lage sind, das Universum, aus dem wir entstanden sind, zu beobachten. Wir können in die Zeit zurückgucken durch Teleskope, indem wir das Licht sehen, was sich durchs Universum bewegt. Können wir Milliarden Jahre in die Vergangenheit schauen. Und jetzt sind wir also an dem Punkt, dass wir durch die DNS einen Bauplan entschlüsselt haben. Wir haben bemerkt, das Leben hat einen Bauplan. Und wir können den sozusagen lesen und wir können den manipulieren. Wir können sagen, okay, wenn ich jetzt diese Stelle rausnehme, verändert sich irgendwas, dann verlierst du dein Fell oder dir wächst eine größere Nase. So, wir sind dabei, das zu entschlüsseln. Wir können vielleicht irgendwelche Krankheiten, whatever, wir sind vielleicht irgendwann in der Lage, durch Genmanipulation einfach uns immun zu machen gegen Krankheiten. Wir sind aber auch vielleicht in der Lage, uns besser zu machen. In dem Sinne, dass wir, ich meine jetzt gar nicht so, dass wir friedlicher werden oder so weiter, das vielleicht auch. Aber das sind alles Details. Aber allein die Tatsache, dass aus der Leblosigkeit des Universums Leben entstanden ist und das Leben sich dahin entwickelt hat, dass es sich selbst verändern kann. So wie jemand, der die Stützräder von seinem Fahrrad abbaut und auf einmal selbst fährt. Und wir sind jetzt in der Lage, dieses Leben, was ja völlig random sich hat, blind, tastend an diesen Punkt vorgegraben hat, jetzt können wir das selbst in die Hand nehmen. Wir können unsere Gene verändern und das Leben ab jetzt selbst leiten. Ja, also wir können das Leben jetzt führen an einen Punkt, wo wir das haben wollen. Das heißt, wir können uns auch, wenn wir wollen, und deswegen, daher komme ich von losgelöst von Moral, weil das ist natürlich eine Frage, die muss man vorschieben, aber lasst mal das Gedankenmodell einfach zu. Das heißt, wir können einfach sagen, was sind die Limitierungen, die wir als Mensch noch haben? Als Beispiel das Klima. Ich glaube, der Mensch ist durch die Natur an einen Punkt gebracht, dass er eben nur in gewissen Zeitzyklen denken kann und planen kann. So, dass die Klimakatastrophe ist vielleicht auch deshalb entstanden, weil wir gar nicht weitsichtig genug sind. Wir denken immer, wir können planen. Das unterscheidet uns von Tieren, dass wir unsere Aktionen planen können. So. Wir können langfristig planen, aber können wir wirklich langfristig planen? Wir können länger planen als ein Schimpanse, aber ist das der Maßstab? Weil wir scheitern ja komplett daran zu sagen, ey, die Kinder meiner Kinder werden davon profitieren, wenn ich jetzt das und das mache. Das macht ja kein Mensch. Wir machen ja nur Dinge, wo wir eine unmittelbare Wirkung auf unsere Aktion spüren. So, das Größte, was wir leisten können, ist vielleicht eine private Altersvorsorge, weil wir uns vorstellen können, dass wir in 40 Jahren mal alt sind oder bei mir noch in 20 Jahren oder so. Das schaffen wir vielleicht noch. Aber wirklich was Langfristiges, Generationenübergreifendes, können wir doch gar nicht. Und wenn man zum Beispiel da ansetzt und sagt, ey, okay, wir verändern uns selbst und schaffen es, dass wir langfristiger denken, dass wir vielleicht auch länger leben, whatever. Was heißt, und du kannst komplett alles machen im Prinzip. Und du kannst auch den Menschen so intelligent machen, dass die ganzen Fragen, die wir nicht beantworten können, wir können sie stellen, aber wir können sie nicht beantworten, dass wir das auf einmal alles verstehen, dass unser Horizont sich komplett erweitert und wir irgendwann vielleicht in der Lage sind, dass wir das Leben so sehr führen und so sehr an die Hand nehmen, dass wir eine Existenzform erreichen, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Und das ist der Gedanke, der mich, und ich sage jetzt nicht, ey, wenn ich reich wäre, würde ich es komplett jetzt umsetzen in irgendwelchen geheimen Antihelden-Schurkenlaboren unter der Erde auf einer Insel, wo mich keiner findet, mit eigener Privatarmee oder sowas. Aber ich finde den Gedanken so unglaublich flashig, dass wir irgendwann an einem Punkt sind, dass wir uns auch die Frage stellen werden, wollen wir uns als Spezies selbst verändern? Wollen wir uns klüger machen? Wollen wir uns diese ganzen archaischen Impulse, Krieg und Wut und Aggressivität und wollen wir uns das alles irgendwie raus aus dem Körper rausschneiden, indem wir unseren Gencode irgendwie verändern und uns zu was anderes machen? Den Gedanken finde ich sehr, sehr
interessant? Und was für ein Wesen würde dabei rauskommen? Und dann frage ich mich manchmal, und das hatte ich in irgendeinem Moin Moin schon mal drüber nachgedacht, um es jetzt mal in Science Fiction, wirklich in Science Fiction zu bringen. Wenn das wirklich so wäre, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir das machen, könnte es denn nicht theoretisch sogar sein, dass es zwei Fraktionen gibt? So wie jetzt beim Impfen auch. Wie es immer so ist. Es gibt immer irgendeine Gegenbewegung gegen alles. Es gibt natürlich dann Leute, die sagen, ja, okay, wir machen das. Wir augmentieren uns genetisch, was auch immer. Und dann wird es Leute geben, die sagen, nein, das mache ich nicht. Ey, das ist der Tod der Menschheit. Das ist, dann sind wir nicht keine Menschen mehr. Dann sind wir irgendwas anderes. Wir bleiben. Und dann hast du so zwei Lebewesen. Die einen, die sind wie klassischen Menschen. Und die anderen, die sind halt genetisch verändert auf der Suche nach der nächsthöheren Existenzform. Und die würden eine Weile lang nebeneinander existieren können. Aber irgendwann sind die so weit verändert, also so weit auseinandergedriftet, dass die sich gar nicht mehr verstehen können, weil die einen komplett anderen Horizont haben. Die Motivation, die Beweggründe, die Gefühlslage, das kann spätestens ab der zweiten Generation, können die Menschen sich gar nicht mehr miteinander verstehen, also der neue Mensch und der alte Mensch, die können sich einfach gar nicht mehr miteinander verstehen, weil die eine komplett andere Wirklichkeit haben. Hochbegabte Menschen, hochintelligente Menschen sind ja auch nicht in der Lage, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, unter anderem, weil sie komplett anders denken als normale Menschen, weshalb sie dann oft in sozialen Interaktionen irgendwie scheitern, weil sie einfach anders ticken. Und das sind einfach nur Menschen, die ein bisschen klüger sind als vielleicht der Durchschnitt. Aber jetzt überlegt euch mal, das wäre genetisch verändert und die wären einfach 10-mal so klug. So. Und dann wäre das ganz schnell, könnten die einfach nichts mehr miteinander anfangen. Und wäre dann nicht vielleicht der nächste Schritt, dass dieser hyperintelligente neue Mensch sagt, okay, ey, das ist hier die Wiege der Menschheit und die lassen wir euch, ihr dürft gerne hier bleiben und wir hauen ab. Wir bauen uns Raumschiffe und wir verpieseln uns, weil wir es einfach können. Tschüssikowski. Und dann bleibt der alte Mensch auf der Erde und der neue Mensch ist einfach nicht mehr da, der ist irgendwo anders. Und dann, paar Millionen Jahre später, paar tausend Jahre später, kommen die zurück. Zum Beispiel, Vorschulklasse macht einen Ausflug, wie wir in den Zoo gehen und fliegt mal zur Erde und guckt sich das mal an. Ey, das ist übrigens unsere Vorfahren. Sind die nicht süß? Meint ihr die da vorne? Nee, das sind Bonobos. Ah, aber du meinst die Bonobos ohne Fell. Ja, die Bonobos ohne Fell. Ah, guck mal. Wer ist denn klüger, der Bonobo oder der Mensch? Nee, der Mensch ist schon ein bisschen klüger. Seid ihr sicher, gibt's dafür Beweise? Ja, so steht es geschrieben in den Computerlogbüchern der ersten Generationsschiffe, die Erde verließen. Solche Dialoge führen die Vorschulklassen dann, wenn sie die Erde besuchen. Und hey, vielleicht stürzt auch mal ein Raumschiff ab. Oder vielleicht gibt's auch mal irgendwelche komischen, unscharfen Aufnahmen von irgendwelchen F-18 Fightern, die diese Besucher filmen. Und dann ist die Geschichte im Prinzip schon zu Ende. Aber solche Gedanken faszinieren mich. Wie seht ihr das denn? Würdet ihr das wollen? Würdet ihr das wollen, wenn es jetzt in diese Richtung ginge und ihr würdet darüber nachdenken, ey, geht ihr diesen Weg mit? Lasst ihr die Genveränderung zu? Ist das, seid ihr an Bord oder sagt ihr lieber, nope, ich bleib Mensch, wie ich bin? Für was würdet ihr euch entscheiden? Können wir eine Umfrage machen? Umfrage, würdet ihr entweder Mensch bleiben oder Hashtag ich bleibe, entweder Hashtag ich bleibe, aber jetzt bitte nicht für den Gag das wählen, oder genetische Veränderung, Hashtag ich bleibe oder genetische Veränderung. Ist hier jemand da, der ein Vote machen kann? Mich würde es einfach mal interessieren, wie... Das ist so wie, es gibt auch
zwei Sorten Menschen. Die einen, die sagen, ich würde gern ewig leben. Die würden aus dem Heiligen Gral trinken und sagen, ich würde für ewig leben. Und dann gibt es die Leute, die sagen, nee, ich will gar nicht ewig leben. Ich möchte den Zyklus des Lebens so durchmachen. Was soll ich dann machen, wenn ich ewig lebe? Was soll ich denn da machen? Das ist die nächste Frage, die wir gleich mal diskutieren können. Jetzt bleiben wir aber erstmal bei Hashtag ich bleibe oder Hashtag Veränderung. Aber wir haben jetzt hier keine Umfrage reinbekommen. Das ist schade. Muss ich das am Ende selber machen? Ich weiß noch nicht, wie das geht. Ah, da geil. Aktuelle Abstimmung. Was würdet ihr machen? Genau, Mensch bleiben oder genetische Veränderung. Vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, wer die gerade gemacht hat, aber vielen lieben Dank für die Umfrage. Es würde mich total interessieren, was ihr sagt. Hashtag Mensch bleiben oder Hashtag genetische Veränderung. Also die... Ich weiß nicht, ob das ein Faktor ist, aber die ersten Leute von euch, die abgestimmt haben, haben tatsächlich für genetische Veränderung gestimmt. Mal gucken, ob das so bleibt. Und wenn nicht, würde ich mich fragen, ob die Geschwindigkeit, mit der ihr Antworten generiert, im Verhältnis zum Inhalt eurer Antwort steht. Boah, also 70% derzeit sagen die genetische Veränderung. Wow, das hätte ich nie im Leben erwartet. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass die Mehrheit sagt, nee, Mann, kein Bock auf so einen Scheiß. Aber das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung in die Menschheit, dass die Menschheit bereit ist dazu. Und ist das nicht vielleicht, wir fragen uns immer, was ist der Sinn des Lebens? Und natürlich hat keiner eine Antwort darauf, außer irgendwelche philosophischen Dinge. Die Reproduktion, aber das ist ja nicht mal, ist ja fast schon nicht mehr philosophisch, das ist ja schon sehr weltlich, so ey, Reproduktion, biologischer Sinn des Lebens, whatever. Aber was ist, wenn der Sinn des Lebens genau das ist? Was ist, wenn der Sinn des Lebens der ist, an einen bestimmten Punkt zu kommen, die Pubertät des Lebens, ab der sich das Leben selbst verändert, an der sich das Leben selbst in die Hand nimmt, selbstbestimmtes Leben. Das selbstbestimmte Leben. Das ist der Sinn des Lebens, an den Punkt zu kommen, dass es seine eigenen Gene schreiben kann. Ich lerne Gene. Wie in der Schule. Ja, ich habe Genen gelernt. Erst lernt man Gen, dann lernt man Genen. 70% von euch sagen, ihr würdet die genetische Veränderung mitgehen. Das finde ich ein total überraschendes Ergebnis. Ich würde gerne eine Zeitmaschine haben und einfach in die Zukunft reisen und mir das angucken. In welche Richtung das läuft. Lunette schreibt. Warte, bleib mal. Würde ja für genetische Veränderung, aber da die Menschheit meist schlechtere Absichten eher verfolgen, zum Beispiel Menschen genetisch so verändern, damit Menschen keine Schmerzen mehr haben. Könnte eine Art Supersoldat sein. Nee, aber guck mal, das ist ja genau das Ding. Weißt du? Das ist Schimpansendenken. Dass der Mensch in allem erstmal eine Waffe sieht, das ist Schimpansendenken. Schimpansen sind höchst kriegerische Spezies, die in Clans andere angreifen, die teilweise sogar Gorillas töten. So als Meute, die ja Krieg gegeneinander führen. Schimpansen führen Krieg gegeneinander teilweise mit simplen Waffen wie Knüppeln oder so, ja. Das ist ja das. Aber da, genau diese Dinge würden ja als erstes verändert werden, weil die brauchen wir nicht mehr. Die haben wir gebraucht, irgendwie um uns durchzusetzen. Militärisch, kriegerisch. Aber die würden wir dann nicht mehr brauchen. Die würden natürlich aus diesem Gencode rausgeschnitten werden. Die Frage ist, ob eine Utopie oder Dystopie entstehen würde. Ja, aber die...
Also sind wir nicht gerade auf bestem Weg dahin, uns zu einer Dystopie, um eine Dystopie Wirklichkeit werden zu lassen? Ich meine, die Klimaveränderung ist ja zu oberst zu nennen, weil wir einfach den Planeten, auf dem alle leben, einfach komplett zerstören und nicht in der Lage sind. Einfach nicht in der Lage sind, es aufzuhalten. Weil wir gar nicht das Rüstzeug mitbekommen haben, um so ein globales Problem als Kollektiv zu lösen. Wir sind zersplittert in einzelne Staaten, Völker, Kulturgruppen. Wir sind gar nicht in der Lage, an einem Strang zu ziehen. Wenn der eine A will, will auf jeden Fall der andere B, weil er allein schon dadurch glaubt, er käme an C ran. Wenn er Opposition spielt, weil er dann einen Preis dafür zahlen kann, dass er doch mitmacht und so bekommen kann. Mal abgesehen davon, von irgendwelchen Lebenssituationen, in der losgelöst vom Klimawandel, in der Menschen teilweise sind, in welcher Armut Menschen teilweise leben, während andere in großem Reichtum leben. Ich glaube schon, dass es viele Leute als Dystopie bezeichnen würden. Aber dieses, genau, Verbal Virtues, weil wir kurzfristig denkende Egoisten sind, schreibst du. Ja, das ist ja genau der Punkt. Aber das ist ja, da können wir ja im Grunde nichts mehr für, weil das ist unsere Veranlagung. Kurzfristig denkende Egoisten, das ist das genetische Grundpaket, was uns geschnürt worden ist. Und das kann man natürlich, gibt natürlich auch andere Dinge, die wir haben. Mitgefühl zum Beispiel. Wir haben Mitgefühl, weil es aber auch überlebenswichtig gewesen ist. Weil wir in Gruppen gelebt haben und Mitgefühl hat dazu geführt, dass wir auch Kranke gepflegt haben oder Verletzte durchgeschleppt haben, die dann überleben konnten. Ist Moral genetisch? Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Ist Moral genetisch? Es gibt ja viele religiöse Menschen, die sagen, okay, wenn du nicht religiös bist, was ist dann dein moralischer Kompass? Und ich halte das nicht für richtig. Ich glaube nicht, dass Moral gleichzusetzen ist mit einem moralischen Kompass und dass es Anarchie gäbe oder The Purge dauerhaft, wenn Religion nicht da wäre. Das glaube ich nicht. Jetzt nähern wir uns Kant, schreibt Heinz Harz. Welt ist so schlecht, wie wir sie machen. Ja, aber das ist ja nicht immer das Ziel, die Welt schlecht zu machen, sondern sie wird schlecht, weil wir eben sind, wie wir sind und nicht anders können. Moral ist gleich emotionale Intelligenz. Das ist auch Captain Toxic. Moral gleich emotionale Intelligenz. Ja, zumindest ist, glaube ich, emotionale Intelligenz die Basis, um moralisch zu handeln. Aber es benötigt noch mehr, um aus der Erkenntnis, was richtig und was falsch ist, auch die Handlung abzuleiten. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Faktor, oder? Wir wissen manchmal, was richtig und was falsch ist, aber ob wir danach handeln, das ist eine andere Frage. Toleranz ist die höchste Stufe der Intelligenz. Oh. Eine Theologin. Hokey Mokey Pokey. Ich bin Theologin und gebe dir recht. Moral und Ethik in der Theologie sind sehr spannende Themen. Manchmal würde ich gerne so ein Format machen, wo ich mich einfach mit klugen Leuten unterhalte. So viel klügere und gebildetere Menschen als mich. Und ich würde gerne mal deren klugen Gedanken zu diesen ganzen Themen hören. Ich meine, ich bin so ein Dude, der sitzt hier vor Twitch, spielt Videospiele und ich bin nicht mehr in der Lage, eine 3-Mann-Kolonie länger als einen Tag vor einem Riesenfaultier zu schützen. Was weiß ich schon vom Leben? Moral ist aber extrem abhängig vom Ziel. Wie dein Beispiel am Anfang in deiner Zeitreise. Keine Wahlen zuzulassen, um das Fortschreiten zu beschleunigen. Ja. Wenn Moral einem größeren Ziel dient,
ist es dann okay, kleinere moralische Vergehen in Kauf zu nehmen, um dieses größere Ziel zu erreichen? Und da bist du ja wieder auch bei sowas wie, nee, Bioshock weiß ich nicht, wie das da war. Ich habe nämlich den ersten Teil nie durchgespielt. Aber das ist ja, gibt ja oft so Geschichten, Filme, wo es dann so einen scheinbaren Bösewicht gibt, der aber fest davon überzeugt ist, dass das, was er macht, einem größeren Ziel dient. Ist es nicht bei Mass Effect auch so, dass der Elusive Man im Prinzip auch die ganze Zeit denkt, das, was er macht, ist irgendwie notwendig für die Menschheit und er macht das Richtige für die Menschheit und er nimmt die Bürde auf sich, die Moral zu schänden, damit es alle anderen nicht machen müssen und er sozusagen die Menschheit dahin bringt, dass sie davon profitieren kann von seinen Taten und dadurch rechtfertigt er das irgendwie. Aber ist das so? Du unterhältst dich doch gerade mit schlauen Leuten, oder nicht? Ja, Brahim Nador, genau mit euch. Absolut. Thanos. Oh ja, Thanos. Ja. Thanos ist auch so eine, aus den Avengers, ne? Das ist ja auch diese, ich mag das tatsächlich bei solchen Geschichten, wenn man die Motivation eines Bösewichts nachvollziehen kann. Und man eventuell sogar insofern mit ihm sympathisieren kann, als dass man sagen kann, ey, eigentlich hat der recht. Und ich könnte auch, dieses Buch könnte auch andersrum geschrieben sein. In einer anderen Welt könnte er auch vielleicht der Gute sein, der verzweifelt versucht, ein größeres Ziel zu erreichen, aber eben daran scheitert, weil er die aus seiner Perspektive untergeordneten moralischen Fragen anders beantwortet als seine Gegner. Das mag ich zum Beispiel an Stephen King Literatur nicht, weil Stephen King ist immer schwarz und weiß. Es gibt dann immer Böse, die sind als Selbstzweck böse und ihre Handlungen sind durch nichts weiter motiviert als das pure Böse. Intrinsische Bösartigkeit als Leitstrahl ihres Handelns und das ist, finde ich, ein bisschen billig immer. Deswegen habe ich die meisten Stephen King-Bücher nicht durchgelesen. Aber ja. Dein Herzensverein hat 5-2 gegen Benfica. Ich habe keine Champions League geguckt, aber Bayern hat 5-2 gewonnen. Mach doch mal so Community-Themenabende, schreibt Hoki Moki Poki, unsere Theologin. Einmal im Monat, Nils trifft eine Theologin. Dichtern, ein Städteplaner, einen Philosophen, einen Bestatter, spannende Menschen eben. Ja, aber das könnte man auch geil eigentlich auch auf Twitch machen, ne? Ja, wir machen einfach einmal, ich finde das eine geile Idee, ich habe sowas schon lange überlegt. Wir machen einmal im Monat oder so, machen wir uns hier einen gemütlichen Lagerfeuer-Hintergrund. Und über Discord lade ich mir irgendeinen klugen Menschen ein und dann quatschen wir zusammen mit dem einfach, so wie heute, nur dass ich nicht allein vor der Kamera sitze, mit euch zusammen. Und ihr könnt Fragen stellen und so weiter. Darauf hätte ich Bock. Wenn ihr kluge Leute seid mit coolen Themengebieten, schreibt mich doch mal an auf Discord, Party bei Nils. Passender Titel für tiefgründige philosophische Streitgespräche. Party bei Nils. Sofern ihr kein Baby im Raum habt. Das ist natürlich Ausschlusskriterium. Auf jeden Fall haben wir damit unfassbare Möglichkeiten. Wir können nicht nur uns selbst verändern, sondern alles, was lebt. Pflanzen, Tiere, einfach alles. Es braucht noch viel Forschung, die nötige DNA-Sequenz zu kategorisieren und nach Funktion einzuordnen, aber dann ist alles möglich, schreibt Chica Hat. Ja, das ist auch wieder so ein Ding, ne? Ich glaube, viele Gegner von so DNS, man sagt ja eigentlich nur noch DNA, ne? Das ist nicht eigentlich DNS in Deutschland und DNA ist das amerikanische. Es ist ja Acid, das A steht für Acid und im Deutschen für Säure, ne? DNS. Aber wir sagen alle DNA mittlerweile.
das Argument vieler Leute wäre ja so, wahrscheinlich, ja, man darf dem Leben nicht so reinfuschen und man weiß ja nicht, wo das hinführt und vielleicht wird das alles voll schlimm. Während wir als Menschen gerade dafür verantwortlich sind, dass wir 80% des Lebens ausrotten. Der Mensch ist zusammen mit dem Kometen, der die Dinosaurier und mit ihnen das meiste Leben auf der Erde ausgelöscht hat, sind wir die größte Katastrophe, die dem Leben je passiert ist. Weil wir sind, wie wir sind. Töten wir einfach alles um uns herum. Und manchmal schaffen wir es, kurz bevor das Tschewalski-Pferd komplett ausgerottet ist oder irgendeine Schildkröte, schaffen wir sie in Zoos noch in einer Bestandsgröße zu erhalten, dass man sagen kann, okay, wir schaffen es irgendwann, 4 Tschewalski-Pferde in der mongolischen Steppe auszusiedeln. Yeah, wir haben es geschafft mit der globalen Anstrengung und Zusammenarbeit aller Zoos haben wir es geschafft. Und dann freuen wir uns. Aber die Wahrheit ist, dass wir fast alle anderen Tiere einfach ausrotten. Also was, wie viel Sünde am Leben muss man dann mit DNS-verändernden Maßnahmen überhaupt erreichen, um da einen Pari herzustellen mit dem, wie es eh schon ist. Welche Moral wohl 200 Milliarden Weltraum-Orks haben, die aus Versehen bei uns vorbeikommen? Ich glaube nicht, dass die aus Versehen vorbeikommen. Wenn sie vorbeikommen. Ihr lustig, ihr macht alle den gleichen Gag, nur ich sehe es jetzt erst. Viele Leute, der gleiche Gedanke. Ich bin Florist und wenn mal die Thematik sind Schnittblumenverkäufer Mörder aufkommt, bin ich dabei. Ja, klar, machen wir. Schreibe ich auf die Liste. Ich komme vorbei und bringe meine Katze mit. Nee. Ich habe eine Katzenhaarallergie. Tatsächlich. Ey, habt ihr euch, ich lese gerade, habt ihr Hintergrundmusik die ganze Zeit? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ist sie jetzt weg? Nervt ihr euch? Anne Frebel. Kenne ich nicht. Wer ist Anna Frebel? Macht euch nicht fertig, Chat. Ihr seid alle ganz klug bestimmt. Lasst euch nichts einreden, schon gar nicht von Schulnoten oder Abischnitten. Ey, da gehe ich sowas von mit. Ich weiß nicht, ob du es ernst meinst. Ja, aber ich glaube ja. Weil Hoki Moki Poki ist cool. Die macht keinen zynischen Quatsch. Aber so ist es wirklich. Ich weiß nicht. Ich glaube ja, viele Leute, die jetzt gerade zuschauen, sind neu dabei und checken gerade, wer ist diese neue starke Kraft auf Twitch, der Trimax und Monte Konkurrenz macht. Und viele von euch sind ja auch ein bisschen jünger. Und ihr geht vielleicht noch in die Schule oder so. Und das, was Hoki Moki Poki da schreibt, ey, ich sehe es zu 100% genauso. Die Schule, wann wurde die Schule erfunden? War das nicht dieser berühmte Zeitreisende, der im 15. Jahrhundert auf einmal die klügsten Kinder zur Schule geschickt hat? Nein, ist die Schule, die Schule, wie wir sie heute kennen, ist sie nicht im Grundsatz erdacht worden irgendwie in Preußen vor wie vielen Jahren? Eine dreistellige Anzahl auf jeden Fall, vor dem Ersten Weltkrieg. Wann war das? Im 19. Jahrhundert wahrscheinlich irgendwann. Und wenn man sich überlegt, wie wenig sich seitdem verändert hat, wie absurd ist das eigentlich? Was sich in der Zeit, seit die Schule sich im Grundsatz so ausgedacht worden ist und heute, was sich dort verändert hat, technologisch, gesellschaftlich, moralisch, wissenschaftlich, welche Erkenntnisse man hat, wie Gehirne funktionieren, wie Kinder funktionieren, was sich alles verändert hat in dieser Zeit.
Aber trotzdem ist Schule, zumindest vielerorts, grundsätzlich dem sehr ähnlich wie vor 100x Jahren in Preußen. Und dabei ist das Wichtigste, was wir haben. Dort werden unsere Kinder nicht nur geprägt, sondern auch aufs Leben vorbereitet. Und wie viel da eigentlich schlecht läuft auf Schulen. Für mich hat Schule überhaupt nicht funktioniert. Ich meine, das lag daran vielleicht auch, dass ich ein Stück weit fauler Köter bin, aber ich bin auch nur dann fauler Köter, wenn ich mich nicht für irgendwas begeistern kann. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwas, ich verstehe den Sinn hinter irgendwas nicht oder irgendwas langweilt mich, dann fällt es mir so schwer, mich damit auseinanderzusetzen, wenn mich was langweilt oder mich nicht begeistert. Und in der Schule hat mich so viel gelangweilt und nicht begeistert, dass dann habe ich da auch nichts für gemacht. Und ich bin jetzt in der Situation, mein Sohn wird irgendwann eingeschult, wo ich mich auch frage, okay, welches Schulsystem? Wie will ich, dass der Schule erlebt? Und diese Noten, ne, allein das ist so absurd, dass du kannst den talentiertesten Schriftsteller haben, mit brillanten Gedanken, der aber irgendwie keinen Bock, kein Interesse oder auch keine Begabung für Mathe, Chemie, Physik hat. Und dann wird er einfach aussortiert. Er wird einfach aussortiert. Ah, du hast eine 5 in Mathe, Chemie und Physik. Tschüss. Abi, vergiss es. Gymnasium, vergiss es. Bleibst zweimal sitzen, kommst was, kriegst vielleicht einen Hauptschulabschluss, keine Ahnung. Wie absurd es ist, oder? Wie wenig man Talente fördert, wie wenig man Individuen fördert mit so einem System. Und dann auch da so zu sitzen, 45 Minuten seine Klappe zu halten, naja, okay, man darf sich ja melden, aber da ruhig zu sitzen und zuzuhören und zu konsumieren und davon abhängig zu sein, wie gut ein Lehrer ist. Ich meine, viele Lehrer sind auch einfach schlecht. Viele Lehrer sind sehr gut und idealistisch und toll und klug und empathisch, aber ich glaube, dass es eben auch viele Lehrer gibt, die einfach nicht so gut sind. Es ist wie in jedem Job. Ja, keine Ahnung. Ich hänge ein bisschen hinterher mit dem Chat. Ich muss mal wieder. Ich muss mal wieder aufholen. Wie läuft's eigentlich bei RimWorld? Sind die Leute eigentlich noch alle am Leben? Ja, oder? Die sind alle im Pause-Modus versetzt. Die sterben nicht so schnell. Und was, wenn ich zufrieden bin und alles okay finde? Also, das ist doch auch in Ordnung. Das ist doch völlig in Ordnung. Würde ich niemals verurteilen. Wenn du zufrieden bist und glücklich, das ist doch das Allerbeste für dich. Hast du dich mal mit der Simulationstheorie auseinandergesetzt, fragt Heinz Harz. Meinst du die Frage, ob wir in einer Simulation leben? Wahrscheinlich, oder? Ich habe da mal drüber nachgedacht, ja. Aber natürlich bin ich zu keinem Ergebnis gekommen. Ich glaube nicht, dass wir in einer Simulation leben. Ich glaube nicht, dass wir in einer Simulation leben. Glaube ich wirklich nicht. Weil ich glaube, dass wenn wir technologisch in der Lage wären, dass wir uns in eine Simulation packen, dann wären wir technologisch auch in der Lage, andere Dinge zu tun, die das nicht mehr nötig machen würden, uns in eine Simulation zu packen. Und schon gar nicht auf diesem Status quo unserer Intelligenz. Warum sollten wir uns, wenn wir in der Lage wären, sowas zu machen, warum sollten wir uns dann so dumm machen? Und so fehlerhaft. Bei Matrix sagen sie ja, weil der Mensch sonst die Simulation abstößt, weil er so eine Art Uncanny Valley empfindet und dadurch stößt er die künstliche Realität ab, wenn sie zu gut zu uns ist. Aber ich glaube, wenn wir an dem Punkt wären, wie gesagt, dass wir das machen könnten, dann würden wir auch andere Dinge tun können und die würden wir vielleicht zuerst tun. Vielleicht stammen wir alle ab vom Stamm
der Leute, die sich der genetischen Veränderung des Menschen, der Erweiterung, der Verbesserung des Menschen verweigert haben. Und dann hat man gesagt, ja, pass auf, das ist jetzt hier unser Zoo. Vielleicht haben diese neuen Supermenschen uns eine Simulation als Terrarium gebaut, in der wir so bleiben können, wie wir sind. Das halte ich für möglich. Vielleicht ist das der Fluch unserer Herkunft, dass wir in dieser Simulation stecken. Aber meint ihr wirklich, wenn wir in der Lage wären, flächendeckend menschliches Bewusstsein zu digitalisieren und irgendwo hochzuladen, wenn wir das schaffen würden, dass wir nicht mit den Dingen andere Dinge tun würden, mit dem Wissen, was wir haben, mit den Möglichkeiten, mit den Ressourcen? Ist das Erste, was uns einfiel? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir würden eher unsere Gene verändern. Aber ich glaube, dass wenn wir, und das ist somit die spannendste Frage, wenn wir wirklich an den Punkt kommen, dass wir eine Simulation schaffen und wir in einer Simulation leben, dann wären wir doch innerhalb dieser Simulation, wenn man jetzt technologischen Fortschritt und so weiter mitsimulieren würde, eine komplette Timeline, eine Chronologie, die Möglichkeit des Veränderns und des Wachsens inkludiert in diese Simulation, dann würde man doch zwangsläufig irgendwann an den Punkt kommen, dass der Mensch technologisch so weit ist, dass er seinerseits wieder eine Simulation schafft. Oder es ist doch eigentlich logisch. Wenn der technische Fortschritt immer weitergeht, die Simulation läuft weiter, irgendwann bist du an dem Punkt, wo wir uns innerhalb dieser Simulation genau diese Frage stellen. Und dann würde sie vermutlich dann auch darauf hinauslaufen, dass man eine Simulation innerhalb der Simulation machen würde. Und dann würde das Gleiche von vorne beginnen. Vielleicht ist das der sogenannte Urknall, als die Festplatte zum ersten Mal gestartet wurde. Das ist der Moment, so wie die Daten zum Leben erweckt werden, wie der Strom durch die Platine saust. Das ist der Urknallmoment. Und dann wäre es ja auch so, dass vermutlich, wenn wir in einer Simulation leben, stellt euch vor, wir leben in einer Computersimulation, dann hätten wir ein komplett anderes Zeitempfinden. Weil die Prozesse innerhalb einer Simulation würden wahrscheinlich so in Lichtgeschwindigkeit vonstatten gehen. Das heißt, es wäre alles viel schneller. Das heißt, vielleicht innerhalb von einer Sekunde würden mehrere Generationen von Menschen berechnet werden und leben. Weil es gibt gar keinen Grund, dass du, wenn du berechnet wirst, so langsam rechnest, dass die Zeit, die in der Realität, in der diese Rechenmaschine steht, die Simulation beinhaltet, dass die genau so langsam rechnet, wie wir Zeit empfinden. Das ist ja Quatsch, sondern sie würde in Lichtgeschwindigkeit rechnen und für uns als simulierte Wesen würde sich das nach dieser Zeit subjektiv so anfühlen, wie es sich für uns anfühlt. Aber in der Realität wäre der Prozess in Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, dass in dem Moment, wo du eine Simulation startest und in Lichtgeschwindigkeit die Menschheit berechnest, dann wärst du eben auch in unfassbarer Geschwindigkeit an dem Punkt, dass innerhalb dieser Simulation die Menschheit an dem Punkt ist, wieder über eine Simulation nachzudenken und diese umzusetzen. Das heißt, im Grunde ist das eine Autobahn-Lichtgeschwindigkeit, die sich ständig copy-pastet, wo ständig eine Autobahn nach der nächsten gesetzt wird, wo einfach in Lichtgeschwindigkeit eine Simulation nach der anderen. Das heißt, wenn wir in einer Simulation leben, sind wir definitiv nicht die erste Simulation. Das ist rein mathematisch nahezu unmöglich, weil du würdest eine nahezu oder gen Unendlichkeit strebende Anzahl von Simulationen haben, weil die alle in Lichtgeschwindigkeit berechnet werden. Und eine folgt auf die nächste. Wie hoch ist die Chance, wenn es quasi eine fast unendliche Anzahl von Simulationen gibt? Wie hoch ist die Chance, dass wir die Erste sind? Oder dass wir die Ersten sind, die eine Simulation bauen? Das ist ja lachhaft. Deswegen, entweder es gibt unendlich viele Simulationen und vielleicht sind diese Simulationen alles Paralleldimensionen. Vielleicht ist die Theorie von Paralleldimensionen eher die, dass es Parallelsimulationen sind. Und man kann irgendwie
als Datensatz in eine andere Simulation kopiert werden und kann dann dort leben. Und diese Simulation unterscheidet sich natürlich in Nuancen, weil sie wie eine Schachpartie zwischen zwei Computern eben auch immer anders läuft. Zwar ist es irgendwie derselbe Grundsatz, dieselben Mechanismen, aber jede Partie ist trotzdem eine andere. Vielleicht ist das, beinhaltet dann das direkt auch die Paralleldimension. Das zu deiner Frage, ob ich mir schon mal Gedanken darüber gemacht habe. Was sagt ihr dazu? Wir verlieren Nils jetzt langsam. Nein! Ey! Ich bin voll bei euch! Ich bin doch voll bei euch! Was ist denn los? Ich bin doch voll bei euch. Ich versuche irgendwo gerade bei euch jetzt im Chatty. Irgendwie zu checken. Oh, warte mal. Was schreibt Eddie? Eddie schreibt Bock auf Counter-Strike Go. Was? Gleich, Eddie. Ich rufe dich gleich an. Ich will es mal kurz hier mit euch nochmal zu Ende bringen, diesen Gedanken. Und dann melde ich mich gleich mal bei Eddie. Erste Chatnachricht von Marionix. Genauso ist es. Es gibt eine mathematische Berechnung, dass eine Simulation dieser Größenordnung unmöglich ist. Geschwindigkeit ist physikalisch begrenzt und selbst das denkbar schnellste würde nicht ausreichen. Ja, es ist das Wahrscheinlichste, aber man muss betrachten, dass jede Simulation n plus 1 eine niedrigere Energie zur Verfügung hat als die Simulation n. Auch ein sehr interessanter Gedanke. Das heißt, dass sie langsamer werden würde. Das heißt, ihr Wachstum wäre begrenzt. Wenn das so ist. Vielleicht ist es auch andersrum. Vielleicht. Sind die physikalischen Wirkungen anders? So fehlerhaft wie wir sind, sind wir die erste Simulation. Ja, oder wir sind so fehlerhaft, weil wir die 27.000ste Kopie sind. Wenn du Daten immer und immer und immer wieder kopierst, ist doch die Wahrscheinlichkeit mit jeder Kopie auf Fehlerhaftigkeit höher als bei der ersten. Also ich glaube eher, dass die Fehlerhaftigkeit, wenn überhaupt, ein Indiz dafür ist, dass wir ganz tief im Tunnel der Simulation sind. Er hat schon so einen irren Blick. Ja. Schönen guten Abend, Frau Felice. Feel good. Erste Chatnachricht ist erstmal Hallo zu sagen. Wir machen das gleich mit Counter-Strike. Ich bin gleich bei euch. Ich möchte nur ganz kurz eure Reaktion lesen, die mir nicht den Wahnsinn aus den Augen ablesen wollen, sondern die anderen. Ich bin für solche Gedanken eindeutig nicht breit genug. Ja, das ist aber dein eigenes Vergehen. Da kann ich nichts für. Da kann ich nichts für. Okay, Leute, ich sehe das. Eddie möchte gerne CSGO zocken. Aber ich wühle mich hier gerade durch eure Antworten und ich finde es ultra spannend. Ihr Lieben. Schau dir mal Welt am Draht an. Mach ich.